Willkommen zum Globaudercast, Folge 78. Heute mit Antipop über das Urheberrecht. Zum Klabautercast Nummer 78. Ich sitze hier mit Andi Popp. Hallo Andi. Servus. Thema Urheberrecht. Da ist Andi erwiesenermaßen Experte. Vielleicht, besser sagt doch so zumindest, ja. Ja, vielleicht sagst du mal noch ein bisschen was zu dir. Was ist so dein Hintergrund im sozusagen normalen Leben und im Piratenleben? Und ja. Ja, also im normalen Leben bin ich Wissenschaftler, Doktorand in Ingolstadt. Piratenleben, ja, seit 2007 bin ich bei den Piraten. Da quasi eine halbe Amtsperiode lang bayerischer Landesvorsitzender, danach zwei Amtsperioden im Bundesvorstand. Das ist vielleicht das, wo der eine oder andere schon mal eben mit mir in Berührung gekommen ist. Ich hoffe nur im guten Maße und nicht so oft im schlechten Maße. Jetzt bin ich die Vorstandsarbeit endlich los und kann mich quasi zum Beispiel um das Thema Urheberrecht kümmern, was so ein bisschen neben der Killerspiel-Debatte einer von meinen Reizthemen war, also der Themen, weswegen ich überhaupt bei der Piratenpartei eingetreten bin. Ja, naja, ist ja nicht nur vielleicht bei dir so, sondern die Piratenpartei ist ja vielleicht auch vor allen Dingen, oder war mal zumindest vor allen Dingen, und ist vielleicht auch immer noch, eine Urheberrechtspartei, ne? Ja, im Prinzip, der Name sagt es ja schon, also wenn man sich halt die Historie ein bisschen anschaut, die Schweden haben genauso angefangen, dass es um den Konflikt, um diesen BitTorrent-Tracker bzw. Suchmaschine Pirate Bay ging. Und da gab es dann eben zuerst diese Beschlagnahmung der Server 2006. Und da haben halt dann die Schweden gesagt, so, jetzt gründen wir einfach mal eine Piratenpartei, was so ein bisschen auch in dieselbe Richtung gegangen ist wie das Pirat Piran, also dieser Think Tank, der da gesagt hat, ja, wenn die dann ein Antirateriebüro gründen, dann gründen wir halt ein Pirateriebüro und sagen halt, wir sind jetzt die Piraten und wir wollen jetzt mal schauen, dass die Nutzer zu ihren Rechten kommen und nicht immer nur die großen Konzerne. Ja, genau. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und dann ist es ja auch in Deutschland, glaube ich, erstmal auch ziemlich wichtig gewesen. Aber ich habe so den Eindruck, dass so in den letzten, ja, sagen wir mal, Monaten zumindest, wenn man wenig von Urheberrecht gehört hat, oder täusche ich mich da? Ja, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Wahrnehmung ist. Wir haben uns jetzt natürlich durch die zwei großen Eintrittswellen, die erste war ja begründet durch die ganze Zensurdebatte, das war eine wichtige Debatte, keine Frage. Ja, ja. Ich bin froh auch, dass wir die jetzt weitestgehend gewonnen haben, glaube ich. Da ist nicht mehr viel zu holen von der Gegenseite. Ja gut, also mal sehen, inwiefern das jetzt wieder von Europa wiederkommt und so. Also so ganz ausgestanden ist die, glaube ich, noch nicht. Aber du hast recht, das ist jetzt im Moment weniger virulent. Ja, fürs Erste ist das erstmal die Gefahr gebannt, würde ich sagen. Fürs Erste. Ja. Und es kann immer noch was passieren. Und die Debatten haben natürlich das Urheberrecht immer so ein bisschen überschattet. Wir haben natürlich so mehrere Leute in der Piratenpartei hier da immer mal wieder drüber diskutiert. Haben wir so ein bisschen den Eindruck gehabt, die Position der Piraten ist hier eigentlich eh klar. Ja, also man muss da nicht großartig was diskutieren, da herrscht eigentlich Einigkeit und innerhalb der Partei zumindest immer die Debatten, wo da noch Zündstoff drin war, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen oder überhaupt das ganze Themenfeld Wirtschaftspolitik, da ist natürlich sehr viel Konfliktstoff und da treiben sich die Leute so ein bisschen auf und beim Urheberrecht sagen alle klar, wissen wir, Filesharing ist gut und fertig. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das jetzt lange so war, dass die Leute dachten, wir haben das ist ja eh abgearbeitet und jetzt dadurch, dass natürlich von anderer Seite jetzt die anderen Parteien versuchen nachzuziehen, die Grünen haben jetzt am Wochenende erst ja einen entsprechenden Antrag verabschiedet, der, sag mal, naja, hat seine guten und seine schlechten Seiten, aber man fühlt sich jetzt da ein bisschen so getrieben, die SZ schreibt irgendwie, oh mein Gott, ihr Piraten, wo ist denn jetzt das Urheberrecht, wo seid ihr? Und haben alle, wir müssen uns wieder mehr widmen, zum Glück haben wir ja da sehr aktive Leute, die das schon gemacht haben. Ja,
genau. Also da denke ich, also ich glaube auch, dass es innerhalb der Piratenpartei da noch viele offene Fragen gibt. Also dass das jetzt das alles so klar ist. Also gerade beim letzten Programmbeitrag in Chemnitz, da gab es ja auch eine Diskussion und da gab es Positionspapiere. Und es ist ein Positionspapier verabschiedet worden, wo ja sehr radikal eben auch die Schutzfristen gekürzt werden und man eigentlich von so einem Grundkonzept des Urheberrechts abrückt. Das werden wir gleich natürlich nochmal beleuchten, nämlich diese Persönlichkeitsrechte des Urhebers bis zu dessen Tod oder sogar darüber hinaus. Und es bedeutet aber, dass es da schon gewisse Positionen gibt, die dann auch aber auch auf Widerspruch gestoßen sind. Also ich kann mich erinnern, dass sogar ein Mitglied der Piratenpartei, was so ein bisschen aus dem künstlerischen Bereich kam, auch dann mit einem ausführlichen Blogartikel, den ich hoffentlich wiederfinde, ich erinnere mich leider nicht mal mehr an den Namen, ausgetreten ist. Und das bedeutet halt, dass da offensichtlich noch Spannungen. Ja, wir diskutieren natürlich jetzt über Details, sehr hitzig über bestimmte Details. Die Laufzeit ist ein Punkt, der, glaube ich, durchaus noch in der Debatte ist. Und der jetzt ausgetreten ist, tut mir natürlich leid. Ich finde das immer ein bisschen schade, weil solche Sachen sind ja immer Diskussionsstand. Auch wenn man mal so ein Papier verabschiedet, heißt das ja nicht, dass das jetzt in Stein gemeißelt wird und man dann nie wieder was daran ändern kann. Ja, also das finde ich auch, kann man jetzt direkt mal als Durchsage machen. Also dieses ständige Ausgetrete, wenn einmal irgendwas nicht passt, hat was sehr, naja, ich hätte ja fast gesagt, Infantiles. Ne? Also Leute, lasst das. Arbeitet lieber daran, dass ihr eure Vorstellungen durchsetzt. Normalerweise gelingt das ja dann auch irgendwann mal. Natürlich ist Politik immer Kompromiss und es kann nie jeder alles kriegen, aber immer gleich auszutreten, ist irgendwie ganz komisch. Man findet häufig ja durchaus einen Konsens. Also ich habe jetzt das Positionspapier aus Chemnitz, das fand ich jetzt auch sehr radikal durchaus. Vielleicht ist es einfach mal so, aus der Not entstanden, weil man jetzt gerade mal was beschließen wollte. Ich weiß es nicht. Ich habe mit dem Entstehen dieses Papiers leider nichts zu tun gehabt und weiß nicht, wo das herkam. Aber wir haben jetzt mal versucht, auch in unserem Entwurf so ein bisschen jetzt an dieser Dimension zu halten. Aber zum Beispiel allein die Tatsache, dass wir natürlich, wenn überhaupt, von den Verwertungsrechten sprechen, also von Sachen wie Vervielfältigungsrecht und ähnliches und zum Beispiel eine Kürzung der ideellen Rechte, was das Urheberrecht heute die Urheberpersönlichkeitsrechte nennt, dass das ja eigentlich gar nicht in unserem Sinne ist, weil darum geht es uns ja gar nicht, dem Urheber sein Recht zu nehmen, dass da sein Name unter seinem Werk steht. Das ist da vielleicht ein bisschen hinten runtergefallen. Ich jetzt ehrlich gesagt auch den Antrag nicht mehr ganz genau im Kopf habe. Ich habe auch nur die Diskussion danach eigentlich so erlebt. Mhm. Ja, das war ein sehr radikaler Antrag. Da müssen wir nochmal sehen. Also den kann ich auf jeden Fall verlinken. Es ist, also ich hoffe, dass ich auch noch die anderen Sachen dazu finde. Das ist halt immer so ein bisschen schwieriger. Ja, gut. Aber jetzt hast du ja auch was ausgearbeitet, auch nicht alleine, sondern mit anderen zusammen. Vielleicht kann man da kurz vielleicht erstmal zur Genese dieser Sachen, die du jetzt ausgearbeitet hast, was sagen und dann können wir auf den Inhalt eingehen. Ja, im Wesentlichen ist ich noch zu meiner Bundesvorstandszeit immer mal so von Postdiskussion, Interview und sonst was gelaufen und alle Nase lang kam mal das Thema Urheberrecht. Unter anderem zum Beispiel auf der Tank Besser Online vom Journalistenverband. Da kam es dann auf dem Abschlusspodium zu der Debatte. Auch auf dem Kirchentag wurde das so ein bisschen von außen eingesteuert von einem Fragestellenden. Und dann hieß es immer, die Piraten wollen das Urheberrecht abschaffen. Und dann musste ich den Leuten immer erklären, nein, wir wollen gar nichts abschaffen, wir wollen das erstmal reformieren, wir wollen es durchaus lockern. Das ist unser Ziel, muss man ganz ehrlich zugeben. Aber von abschaffen hat ja keiner was gesagt. Naja gut, das hängt auch mit der Geschichte der Piratenpartei zusammen, dass man das glaubt. Denn es gab ja dieses Interview mit Dirk Hilbrecht mal, wo auch immer dieser Vorwurf kam und Dirk hat dem auch nicht immer so klar widersprochen. Also da ist auch der Eindruck entstanden, als wollten die Piraten da irgendwie das Urheberrecht abschaffen. Ja, kann sein. Ich habe das ehrlich gesagt so gar nicht wahrgenommen, aber ich bin natürlich in einer anderen Perspektive. Das heißt, ich sitze in der Partei drin und ich habe das Thema, wie gesagt, schon bearbeitet und ich habe Dirk Hilbrecht jetzt auch gar nicht in der Debatte wahrgenommen. Ich habe ihn jetzt so eher so. Ich kenne ein paar Beiträge von ihm über Softwarepatente, die ich sehr gut fand. Mhm. Nee, also ich glaube auch, dass Dirk Hilbrecht da gute Ideen hat, nur in der Diskussion kamen sie nicht rüber.
war überfordert von der Situation. Es ist vielleicht auch ein bisschen, dass man die Piratenpartei dann halt mit Pirate Bay in Verbindung bringt. Genau. Und die waren ja auch ziemlich radikal, wenn man ihre Einträge auf der Webseite gelesen hat, wo die dann die abmahnreiben oder die Anwaltsschreiben, die da halt reinkamen, sich die schon verrissen hatten und gesagt haben, wir machen, was gefällt und ihr könnt uns nichts. Ja. Mhm. Dass das quasi so ein bisschen auf die Piratenpartei übergeschwappt ist oder eben auch der Begriff, ne, Piracy im Englischen eben, ja, oder eben dann zu Deutsch würde man wahrscheinlich Raubkopieren sagen. Auch ein sehr schlechter Begriff eigentlich, weil Raub hat ja mit Kopieren mal gar nichts zu tun, weil Raub geht es ja um die Wegnahme einer Sache mit Gewalt oder Androhung von Gewalt, was natürlich auch gar nicht passt. Genauso wenig wie der Begriff Piraterie, der ja auch eigentlich von der Seefahrt kommt. Ja, genau. Ja. Naja, zu diesem Text, wie ist das gekommen? Also ich habe mir irgendwie gedacht, ich würde gerne mal dann zum Beispiel der Frau Zypris, mit der bin ich da auf dem Kirchentag ins Gespräch bekommen, da würde ich gerne dann mal halt so ein Papier unter die Nase halten und sagen, nee, wollen wir gar nicht hier. Nimm diese Brosche und da kannst du nachlesen, wie unser Urheberrecht quasi aus soll. Und da die Intention und haben wir uns gedacht, okay, schreiben wir doch mal sowas. Dann haben wir ein bisschen rumgeschaut. Ich bin da mit Alexander Bock so ein bisschen wieder zusammengekommen. Der war quasi einer meiner ersten Kollegen, der überhaupt dann damals, so Anfang 2008, als ich dann in München auf dem Stammtisch aufgeschlagen bin, war der erste, den ich so mal getroffen habe und der sich mal um mich gekümmert hat, war damals im Landesvorstand. Und wir haben das Thema auf sehr vielen Zugfahrten, wo es dann darum ging, irgendwann mal die Bezirksverbände in Bayern zu gründen, auf sehr vielen Zugfahrten immer wieder diskutiert und uns Ideen auch gedacht, die wir zum Teil wieder verworfen haben. Und dann bin ich halt auf den Zug und habe gesagt, hier, wollen wir nicht mal so einen Gesetzentwurf schreiben? Und dann fand ich da so im Internet diese Wittem-Gruppe, die also eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich da überlegt hat, wie könnte denn ein Urheberrechtsgesetz auf einer europäischen Ebene aussehen. Und die haben da also einen Vorschlag gemacht und habe ich mir gedacht, super, das sieht eigentlich ganz gut aus, ist auch schon für, ich meine, eine Nicht-Piraten-Gruppe eine sehr liberale Position und darauf kann man aufbauen. Also haben wir angefangen, mal die wichtigsten Piratenforderungen aufzugreifen, zählen Sachen dazu wie private Nutzung, File-Sharing etc., zählen Sachen dazu wie die deutliche Verkürzung der Laufzeiten im Grundsatzprogramm heißt es unter die Laufzeiten aus dem TRIPS-Abkommen, der mindestens 50 Jahre nach dem Tod des Autors vorschreibt. Und dann noch ein paar andere Sachen, die dann im Laufe der Diskussion entstanden sind, haben das da eingebaut und haben uns dann gedacht, super, was machen wir jetzt damit? Wollen wir den so beschließen lassen? Und dann kam man auf die Idee, eigentlich müsste man dann das Ganze ein bisschen weiterspinnen, zum Beispiel einen Wahlprogrammvorschlag draus machen. Da sind dann viele Leute reingekommen in die Diskussion. Einige sind wieder gegangen, andere sind geblieben. Also Fridtjof ist jetzt aus Hamburg, der ist dann sogar recht spät in die Diskussion mit eingestiegen, aber dann habe ich im Prinzip in Heidenheim auch weiter getroffen, hat er gemeint, wir müssen da was machen, habe ich gesagt, hier, komm, kann mitmachen und das sind jetzt im Prinzip die drei Namen, die jetzt auf diesem Antrag stehen. Ich möchte jetzt insbesondere vielleicht noch Fritz Effenberger aus Schwaben erwähnen. Der hat sich hier also auch an einem Teil der Diskussion sehr stark beteiligt, hat dann irgendwann gesagt, naja, so die Richtung, wo das jetzt hingeht, das möchte ich jetzt so erstmal nicht direkt meinen Namen drunter stehen haben, da sehe ich noch mehr Diskussionsbedarf. Klickt mich da erstmal aus. Ich hoffe, dass wir den dazu bringen können, da wieder mitzuarbeiten, weil der hat natürlich auch wahnsinnig gute Ideen, was die Sachen angeht. Der hat unter anderem, ich weiß nicht, ob wir da noch drauf kommen, dass wir hier in diesem Code als Subsequent Exploitation betitelt haben. Dann vielleicht später nochmal genau erklären, das ist im Prinzip auf der Idee, die Fritz eingebracht hat, basiert das. Ja, lass mal gleich mal sehen. Also, da können wir direkt einsteigen. Was ist jetzt der Gegenstand eurer Ideen? Also vielleicht kann man das ein bisschen systematisch aufarbeiten. Also erstmal sehe ich, da gibt es Version 1 und Version 2. Da kann ich vielleicht gleich mal zum Grundgedanken sag mal den Grundgedanken und dann kann man auf die Version. Ich häufig immer so ein bisschen die Idee, dass Gesetzesentwürfe oder auch politische Positionen, wie jetzt das, was die Grünen beschlossen haben, erstmal quasi durch einen langwierigen Diskussionsprozess müssen, der dann irgendwo am besten in irgendwelchen Arbeitsgruppen oder sonst wo stattfindet, wo dann oder Ausschüssen dann halt bei Parlamenten und kommt dann quasi das fertige Gesetz raus und das muss dann irgendwie durchgewunken werden. Dann, wenn man das an dem Gesetz was ändern will, dann macht man irgendwie eine großartige Reform und das ganze Ding geht von vorne los.
Und wir haben uns ein bisschen gedacht, so ein Gesetzentwurf, ist ja, Gesetzestext ist ja auch nichts anderes als Computercode, so von der grundsätzlichen Struktur her. Ne, das sind irgendwelche Regeln, die anzuwenden sind. Warum wollen wir das nicht genauso entwickeln wie zum Beispiel ein Open-Source-Projekt? Das heißt, wir benutzen auch diese Software Git, die explizit für Open-Source-Projekte gedacht war, wo auch, soweit ich weiß, auch der Linux-Kernel mitentwickelt wird, sodass die Leute gemeinsam an diesem Code arbeiten können und so, dass man auch sagt, dass es gibt immer in Versionen und es wird immer verbessert. So, weil vielleicht auch als Idee für einen späteren Gesetzgebungsprozess, der halt eben nicht mehr in großartigen angekündigten Reformen abläuft, sondern in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, wo sich alle beteiligen können. Und deswegen hat das Versionen. Mhm. Und wollen wir eben fortschreiben. Mhm. Ja. Gut, ich meine, dass man jetzt ja nicht Git benutzen. Also es gibt ja zum Beispiel auch Liquid Feedback, das hat auch Versionen. Das ist ja. Oh, kann man machen. Das ist gerade ein wichtiges Feature bei Liquid Feedback. Liquid Feedback hat natürlich eine Abstimmkomponente, ja, die wir jetzt beim Arbeiten explizit eigentlich rausnehmen wollten. Ja, weil wir gesagt haben, wir wollen eben, dass die Leute in ihren Gruppen vielleicht eine gewisse Position vertreten, einen gewissen Teil ausarbeiten oder ein gewisses Teil zu dem Entwurf hier beitragen. Ja. Und dann zum Schluss kann man in zum Beispiel Liquid Feedback natürlich diese Varianten gegeneinander abstimmen. Mhm. Aber für die Arbeitsebene, ja, also geht das natürlich jetzt. Ziemlich technisch, aber. Ja, ich muss gleich niesen, deshalb. Ich habe es noch gerade so unterdrückt, also nur, dass die Hörer sich nicht wundern, wenn es hier gleich mal niest. Ich weiß nicht, war das nicht irgendwie vielleicht Staub oder so? Naja, gut, okay. Ja, mit den Versionen und Liquid Feedback, klar. Weil Liquid Feedback ist natürlich das Problem, dass diese Diskussionszeit, in der die verschiedenen Versionen entstehen, relativ kurz ist. Mhm. Man könnte vielleicht nochmal so eine Option schaffen, wo man dann sehr viel längere Diskussionsphasen hat. Also wenn zum Beispiel nicht die Notwendigkeit besteht, gleich was zu beschließen. Das ist klar. Aber ich meine, gut, das habt ihr jetzt gemacht mit Git. Gut, ist natürlich auch. Uns ging es hauptsächlich darum, dass halt jeder, der sagt, okay, ich möchte das, mir gefällt das so nicht, ich mache quasi meinen Fork, heißt das dann eben in Git, oder quasi ich spalte da was ab und mache meine eigene Version davon. An jeder beliebigen Stelle kann ich da was ändern. Und das bei Liquid Feedback ist ja derzeit so die Intention, dass da im Prinzip nur der Autor, der Initiator dann im Prinzip seine Versionen anpasst, über den Diskussionsprozess hinweg. Man hat da eben sehr kurze Zyklen und wir wollen das eben auch dauerhaft machen. Vielleicht kann man das mal in Zukunft irgendwie verheiraten. Ich habe da auch schon mal ein bisschen mit einigen Liquid Feedback-Entwicklern gesprochen und anderem Alexander Morlang mal am Rande der Freie Stadt Angst-Demo. Vielleicht haben die Entwickler das ja auf dem Schirm. Wenn nicht, für uns ist das jetzt halt derzeit das Werkzeug. Aber das ist auch nur ein Werkzeug. Es ist natürlich nicht so gedacht, dass jetzt jeder Entwickler werden muss, um da seine Ideen einzubringen. Man kann auch einfach mal eine E-Mail schreiben und sagen, du, ich möchte mal darüber diskutieren. Und ja, klar. Und diesen Text, den du mir jetzt hier auf totem Baum mitgebracht hast, den findet man natürlich auch irgendwo verlinkt. Genau, ist in der Begründung des Antrags verlinkt. Also PA151 ist die Antragsnummer. Ah ja. Und in der Begründung ist das ist quasi ein Proof of Concept, so haben wir das jetzt genannt, weil wir eben gesagt haben, wir wollen im Wahlprogramm, das muss relativ kompakt sein, weil das muss der Wähler ja auch verstehen, da ist er typischerweise kein Fachmann, der heftigt sich da vielleicht nicht so intensiv damit. Und der Proof of Concept ist jetzt quasi nur eine Option, wie man diese Forderungen im Prinzip in einen Gesetzestext gießen kann. Mhm. Verstehe. Ja. Jetzt sag mal, was sind denn die zentralen Forderungen? Genau. Also die erste zentrale Forderung, wie gesagt, Private Use steht ja hier, also private Nutzung. Wir haben so ein bisschen den Effekt beim Urheberrecht beobachtet, dass ja das Urheberrecht, das ja ursprünglich so ein bisschen gedacht war, das Verhältnis zwischen Urheber und Verwerter zu regeln. Mhm. Wenn man mal historisch zurückgeht, da geht es um den Buchdruck, da war also der Drucker, der Verwerter auf der einen Seite und der Autor, der Urheber auf der anderen Seite und dann verschiedene politische Verwicklungen und anderem wollte die englische Krone da auch ein bisschen die Hand drauf halten und dann entstand so, dass das Urheberrecht beziehungsweise diese beiden Ideen ja des kontinentaleuropäischen Urheberrechts und des eher angelsächsisch geprägten Copyrights da so ein bisschen dann herausgebildet. Und die ging aber immer um das Verhältnis zwischen Verwerter und Urheber. Und jetzt sind wir in der Digitalisierung. Ja, jetzt braucht man plötzlich keinen Musikverlag mehr und kein Presswerk mehr, um irgendwie Musik zu verbreiten und zu kopieren, sondern jetzt machen wir alle zu Hause am Rechner. Das heißt, plötzlich ist der Nutzer mit in das Urheberrecht mit reingezogen. Und gerade die Verwerter, die natürlich jetzt im Prinzip so ein bisschen obsolet werden. Ich meine, wer braucht schon heutzutage noch Datenträger? Das sind Liebhaberstücke, okay, dafür ist das sicher sinnvoll.
grundsätzlich brauche ich jetzt zum Beispiel keine CD mehr. Ich kann mir einen Musiktitel als MP3 e-mailen oder auch als FLAC, wenn ich die Kompression nicht haben möchte. Ja. Aber jetzt passiert Folgendes. Dieses Durchsetzen des Urheberrechts gegenüber dem Nutzer muss man ganz tief in den privaten Lebensraum des Nutzers eingreifen. Ja, wer das Urheberrecht im privaten Bereich durchsetzen will, der muss privaten Datenverkehr kontrollieren. Das ist die einzige Option. Und sehen wir entsprechende Auswüchse. Es gibt in Frankreich dieses Hadoopi-Gesetz, wo dann irgendwie nach drei Verdachtsfällen wird da einem das Internet gekappt. In Deutschland haben wir diesen Abmahn-Wahnsinn. Ja, es ist natürlich nie wünschenswert, dass ins Private irgendwie der Staat oder auch sonst wer eingreift. Gerade so in die private Kommunikation. Das geht eigentlich gar nicht. Das passt auch nicht mit der deutschen Rechtstradition zusammen. Denn ich meine, wir haben ja auch zum Beispiel Briefgeheimnis aus guten Gründen. Und wenn das jetzt sozusagen für Daten nicht mehr gilt, ja. Genau. Dazu kommt natürlich noch, um das noch schlimmer zu machen, nach dem Hadoopi-Gesetz ist es ja so, dass nicht der Staat eingreift, sondern irgendwelche Rechteinhaber, die schon zuschlagen können. Das hätten sie gerne gewollt, aber das hat dieser französische Verfassungsrat ein bisschen blockiert. Ja, ja. Die haben dann ja gesagt, das muss dann so quasi ein Gerichtsverfahren passieren oder ein Richter da. Jetzt gibt es dann halt Schnellrichter, die einfach nur Stempel drunter machen. Gut, ist nicht besser. Ja, ja. Röcke Winge, der Gründer der schwedischen Piratenpartei, in seinem Google Tech Talk, kannst du mal eingeben in Google, eben Rick Falkewinge Tech Talk, das gibt es auf Google Video, nicht auf YouTube, sondern auf dem alten Google Video, gibt es den da zu finden. Der hat das mal sehr schön beschrieben, genau diese Diskrepanz. Man hat zum Beispiel genau das Briefgeheimnis. Das heißt, wenn ich jetzt eine CD brennen würde, in den Umschlag stecke und jemanden schicke, dann ist es geschützt und da würde keiner auf die Idee kommen, irgendwie jetzt die Briefe zu durchleuchten. Ja? Aber wenn jetzt das quasi als E-Mail verschicke, dann ist das schon ganz anders. Ja, dann, oder als vielleicht sogar File-Sharing mache oder ähnliches. Ja, wir sehen also diesen Konflikt, den werden wir jetzt nicht mehr los. Da kommt durch die Digitalisierung und da haben wir eben genau gesagt, wir sind die Piratenpartei, wir sind Bürgerrechtspartei, für uns ist das so wichtig, genau dieser Gedanke, diese ganzen Freiheitsrechte. Die einzige Lösung ist, um das einfach aufzulösen, zu sagen, okay, im privaten Bereich können wir Urheberrecht nicht mehr durchsetzen, wir heben das zurück auf die kommerzielle Ebene. Da habe ich Unternehmen, da habe ich Leute, die kommerzielle Veröffentlichungen machen und da kann ich natürlich, ohne in deren privaten Lebensbereich einzugreifen, Urheberrechtsverletzungen verfolgen. Und deswegen geben wir das komplett frei. Das heißt also, die kompletten Verwertungsrechte, dazu zählen irgendwie Vervielfältigungsrechte, Ausführungsrechte, Vervielfältigungsrecht ist wohl das Wichtigste, die werden also für den Privatmann freigegeben. Das heißt, ich darf sowohl zu Hause an meinem privaten Rechner File-Sharing machen, ich darf meinem Freund was auf dem USB-Stick ziehen, ich darf in der U-Bahn laut ein Lied singen. Ja? Das so Einzige, was ich ihm nicht darf, ist verkaufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, das wäre also verkaufen, das ist also dort eine klare Gewinnerzielungsabsicht, wobei Gewinnerzielung halt wirklich bedeutet, nicht einfach nur irgendwie die Kosten für eine Webseite reinzuholen. Zum Beispiel, wenn ich auf meinem Blog jetzt einen Flatter-Button habe, ist das, denke ich, noch keine Gewinnerzielungsabsicht. Da haben unsere Gerichte ja gute Erfahrung damit, sowas einzuschätzen. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel verkaufe oder auch zum Beispiel meine Unternehmensräume damit beschalle, wo ich also merke, da ist die Intention einer kommerziellen Nutzung, eines monetären Profites gegeben. Dort kommen wir dann auf die kommerzielle Ebene und dort gelten diese Rechte nach wie vor, nur halt mit einer kürzeren Laufzeit. Und da komme ich quasi zur zweiten Frage. Die Laufzeit, wie machen wir die? Wir haben versucht, uns jetzt an den bisherigen Beschluss grob zu halten, hatten wir ein Problem. Dann kamen die freie Software-Leute auf uns zu, also Richard Stallman kam auf die Liste der internationalen Piratenpartei, nachdem in dieser Uppsala-Deklaration, also der erste Versuch, ein gemeinsames Piratenprogramm aufzustellen, da wurden dann, glaube ich, auch 10 Jahre genannt oder sowas. Dann kam der auf die Liste und hat gesagt, aber dann läuft ja auch Copyleft aus. Und also das heißt, ich könnte zum Beispiel dann, jemand könnte einen 10 Jahre alten Source-Code nehmen, da ist das Urheberrecht weg, kompiliert den irgendwo in seine Binärdatei mit rein, in seinen Maschinencode rein, musste aber die Quelle nicht mehr offenlegen, was ja das im Prinzip torpediert. Und dann war es, glaube ich, Christian Hufgard aus Hessen, also Pirat aus Hessen, der bekannt als Musikpirat, der auch eben beim Musikpiraten e.V. Aktiv ist im Vorstand, der kam dann damals schon auf die Idee zu sagen, wie wäre denn das, wenn man das einfach staffelt. Jemand, der sich sehr viele Rechte vorbehält, der hat dann eine kürzere
Laufzeit für seine Verwertungsrechte. Jemand, der im Prinzip die Rechte alle freigibt, zum Beispiel typischerweise Open Source oder eben freie Software, der bekommt eine deutlich längere Laufzeit. Ja, weil ja das im Prinzip ja auch so ganz gut zu dem Gedanken passt, dass wir dem Urheber hier einen Anreiz geben wollen, zu schaffen. Und er kann sich dann quasi entscheiden, oder wenn es weitergibt, kann es halt der Verwerter machen. Die können dann entscheiden, wird da Kurzlaufzeit, aber dann halt mit vielen Rechten, sodass ich quasi intensiv ausbeuten kann, intensiv verwerten kann, oder halt dann eine längere Laufzeit, aber ich gebe einige Rechte frei, sodass ich also entsprechend brauche. Das war so ein bisschen die Idee mit der, mit dieser, die dann von dort kam. Wir wollten jetzt halt einfach die freie Software, die wir auch als Ziel uns auserkoren haben, das wollten wir jetzt nicht konterkarieren, also haben wir gesagt, nehmen wir halt mal das Modell. Also was soll denn nach Ablauf der Laufzeit passieren? Dann ist alles Open Source. Nicht Open Source, dann ist alles frei verfügbar, das heißt Public Domain. Das war erstmal so die Intention. Und dann kam allerdings durchaus gerechtfertigte Kritik auch wieder an diesem Fall. Das war unter anderem von Boris Torowski aus München und eben auch von Fritz Effenberger. Haben gesagt, okay, wie ist denn das? Ne? Dann kommt ihr hier dann nach dieser kurzen Laufzeit, kommen die Verwerter und können das quasi komplett ausbeuten, ohne dass quasi der Urheber dann noch irgendwas davon sieht. Mhm. Da könnte man sagen, gut, dann müssen wir die Laufzeit entsprechend lang machen. Dann haben wir wieder das Problem mit langen Laufzeiten, kommt man auf darauf, dass der Urheber oder der, dessen halt gerade die Verwertungsrechte dann zum Beispiel inne hat, also der Verwerter, sagen können, nee, ich möchte nicht, dass zum Beispiel aus meinem Buch ein Film gemacht wird. Ich möchte nicht, dass mein Buch neu verlegt wird. Denn quasi im Prinzip können die Monopolrecht dann durchsetzen. Und da haben wir auch gesagt, das wollen wir auch nicht so wirklich, dass das so lange dauert, diese Monopolrechte durchzusetzen, weil das ist ja eigentlich schlecht für die Nutzung durch die Allgemeinheit. Zum Beispiel ein vergriffenes Buch. Aus irgendwelchen Gründen sagt der Urheber, das darf nicht mehr nachgedruckt werden. Zum Beispiel, wenn man versucht, die Dissertation von Helmut Kohl zu finden, glaube ich, wird derzeit ziemlich schwierig. Mhm. Und dann haben wir gesagt, anstatt eines Monopolanspruches bekommt der Urheber danach einen Vergütungsanspruch. Er darf jetzt niemandem mehr sagen, du darfst es nicht drucken oder du darfst es nicht verwerten, du darfst es nicht neu auflegen. Aber er bekommt einen Anteil an den Gewinnen, die damit erzielt werden. Das ist im Prinzip die Idee, die eben von Fritz Effenberger kam. Der dann, das basiert auf der Idee der sogenannten verpflichtenden Lizenzen, die eben auch davon weggeht, dass man sagt, Monopolrecht hin dazu, du darfst niemanden verbieten, dein Werk zu benutzen, du darfst höchstens nur so verlangen, dass man dir dafür Geld gibt. Und das ist dann im Prinzip mit eingeflossen in die zweite Version, so ein bisschen die erste, da war das irgendwo noch so nebenbei drin, weil wir zuerst, hat uns die Formulierung nicht gefallen, haben es rausgeworfen, haben gesagt, von der zweite Version, jetzt hier in der Version 2, die also vorliegt, das ist genauso vorgesehen. Ja, also, ja, ich meine, das ist natürlich wieder wirklich ein Punkt, wo dann verschiedene Leute sicherlich Kopfschmerzen haben. Also ich als Urheber, also ich habe dann auch verschiedene Bücher veröffentlicht und da gibt es natürlich dann immer auch die Sache, irgendwann denkt man, naja, ist jetzt nicht mehr so das, was ich so veröffentlichen würde. Und dann kann es aber plötzlich jeder veröffentlichen. Ich weiß ja nicht. Das ist, also gerade so bei Lehrbüchern, wo sich dann auch was verändert, da möchte man gerne ein neues Lehrbuch schreiben, was eben auch auf der Höhe der Zeit ist. Aber das alte ist plötzlich in der Public Domain, wird also plötzlich wie verrückt verbreitet. Ja, dann ist halt die Frage. Dann sagt der Verlag, naja, da wollen wir uns die Mühe jetzt nicht machen, denn es gibt ja das Alte. Wir müssen ja sozusagen gegen das Alte konkurrieren. Also ich sehe da so ein bisschen ein Problem, wenn man dann nicht sagen kann, das will ich jetzt nicht mehr. Wenn das Neue jetzt entsprechend besser ist, dann glaube ich, hat das kein Problem zu konkurrieren. Also die Frage eben, im Prinzip genau diese Depublikation, dass der Autor zum Beispiel sagen kann, eigentlich will ich das gar nicht mehr, ja. Das sehen wir im Prinzip ja schon sehr kritisch. Wir wollen ja, das Werk in angemessener Zeit tatsächlich wieder in die Public Domain übergeht. Mhm. Jetzt vielleicht nicht in dem Sinne, dass der Urheber dann sagen muss, als quasi alle finanziellen Ansprüche daran komplett verwerfen muss, aber dass es tatsächlich irgendwann soweit ist, dass das Werk benutzt werden kann von anderen. Man hat dann vielleicht irgendwann so ein bisschen die Bauchschmerzen, wie zum Beispiel, ja, ich möchte das nicht veröffentlichen, aber es haben eben auch andere Interessen daran, vielleicht genau das zu nutzen.
Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich sein, wenn ich eine zweite Auflage eines Lehrbuchs schreibe, was zur alten Auflage jetzt wirklich keine Verbesserung darstellt, dann ist die Frage, ist das wirklich sinnvoll? Naja, die Public Domain ist ja weitergehend. Was ist denn jetzt mit der... Also Public Domain heißt doch, dass alles damit gemacht werden kann. Also dass der Urheber, also auch, dass er nicht mehr genannt werden muss. Oder? Nein, das muss ich vielleicht noch korrigieren, genau. Diese Laufzeit bezieht sich in diesem Fall nur auf die Verwertungsrechte. Aha. Das heißt also, die Urheberpersönlichkeitsrechte, Namensnennung, auf Erstveröffentlichung, gut, das wird jetzt hier nicht mehr zählen, und eben Rechts- oder Schutz vor Entstellung des Werkes. Ja, also wenn ich jetzt dein Werk nehme und da irgendwelche Dinge ändere und deinen Namen weiter draufschreibe, da hast du natürlich auch einen Schutz dagegen. Ja, ja. Die dauern nach unserer Idee genau bis zum Tod des Autors. Warum macht man denn nicht so eine Sache? Also der Autor ist ja oft nicht in der Lage, alles selbst zu veröffentlichen. Klar, gut, im Internet kann man viel selbst machen, aber ansonsten ist der Autor doch auch meistens auf einen Vertrag mit einem Verleger oder so angewiesen. Wäre es nicht besser, wenn man da eine Grenze einführt, dass man sagt, also der Autor darf die Rechte an irgendjemanden abtreten, aber nur für maximal, sagen wir, 10 Jahre? Eine Idee, die hat der Konkurrenzantrag hier. Genau. Also die Gruppe um Daniel Neumann, die haben genau das aufgenommen. Das ist eine sehr gute Idee. Also das fand ich schon schade. Ich habe das zum ersten Mal, das Bier zum ersten Mal in Baden-Württemberg auf dieser Urheberrechtsklausur gesehen. Da sind ein paar sehr gute Ideen drin. Das hat man vielleicht auch gerne genommen. Das Problem, was ich an dieser Idee sehe, wenn man nur das Sonderkündigungsrecht zum Beispiel hat oder die Beschränkung der Abtretung der Verwertungsrechte auf 10 Jahre von mir aus. Mhm. Wenn man nur das hat, hat man eben das Problem, dass der Urheber immer noch dann quasi, solange ich bis zu seinem Tod oder der Konkurrenzantrag sieht hier Tod plus 10 Jahre vor. Ja, gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber bis zu seinem Tod finde ich, also für mich, das ausreichend, wenn ich bis zu meinem Tod sagen kann, was Sache ist danach. Ist mir eh wurscht. Ja, aber wir wollen so ein bisschen schon die Allgemeinheit da auf einen besseren Stand stellen. Also wir versucht einigermaßen, das so zu schaffen, dass quasi der Autor eine gewisse Zeit Schutz hat, wobei wir uns, wie gesagt, an den bisherigen Beschluss orientiert haben. Also mir hängt es jetzt nicht daran, ob das jetzt 10 Jahre sind. Also bei uns sind es 5 bis 25, je nach Erfüllung eben. Mhm. Ob das jetzt 5 bis 25 oder 20 bis 50 sind, da hängt jetzt mir persönlich nicht so das Herzblut dran. Wir haben einfach nur versucht, wie gesagt, den alten Beschluss einzuhalten. Also auch wenn das jemanden jetzt tatsächlich stört, das ist ja ein Wahlprogrammvorschlag, es gibt noch einen Parteitag danach, also wir können die Diskussion an der Stelle gerne nochmal aufmachen. Wir werden auch versuchen, das vielleicht nochmal zu erweitern um bestimmte Punkte, die uns zum Beispiel aus dem Konkurrenzantrag gut gefallen. Um eben darauf zurückzukommen, wenn der Urheber es quasi eine lange Zeit zum Beispiel verhindern kann, dass Werk weiter veröffentlicht wird. Finden wir, ist das nicht im Interesse der Allgemeinheit. Vielleicht sagt der Urheber irgendwann, okay, das Werk gefällt mir nicht mehr oder ich habe das geschrieben, damals war ich jung und dumm und ich möchte nicht mehr, dass das veröffentlicht wird. Dann muss der einfach eingestehen, dass das vielleicht aus welchen Gründen auch immer die Allgemeinheit Interesse daran hat. Ist ein Kultbuch geworden zum Beispiel, alle möchten das lesen. Und dann muss er damit leben, dass es entsprechend im Interesse der Allgemeinheit auch weiterverbreitet wird. Gegen Vergnügung. Aber da könnte man ja sogar das Beste aus beiden Welten zusammenführen, finde ich, wenn ich das jetzt so sehe. Man könnte ja sagen, wir machen eine maximale Vertragsgrenze zur Verwertung von 10 Jahren zum Beispiel. Das heißt, der Urheber macht einen Vertrag mit einem Verleger und kann den Vertrag für maximal 10 Jahre abschließen, beziehungsweise der Verleger kann maximal 10 Jahre. Danach darf der Urheber sein Werk mit einem anderen Verleger nochmal oder mit demselben, wie er will, nochmal machen. Und danach, da könnte man jetzt eine Regelung einführen, dass man sagt, beim zweiten Mal sozusagen, hält der Urheber seine Persönlichkeitsrechte nur, wenn er eben eine freie Lizenz geht. Ansonsten könnte man dann, sagen wir mal, eine Periode schaffen, wo man sagt, okay, dann wird es irgendwann Public Domain. Ja. Also die freie Lizenz, die schaffen wir quasi per Gesetz. Also unser Ansatz im Prinzip, also Vervielfältigung ist frei, Bildung ist frei. Aber eben die Persönlichkeitsrechte, die Urheberpersönlichkeitsrechte, die ideellen Rechte, die bestehen weiter. Das stimmt, ja. Also ihr macht gleich, das soll gleich am Ende, soll das,
also nicht Public Domain sein, sondern soll halt dann so eine Art CC-Lizenz am Ende mal rauskommen. Im Wesentlichen, ja, also wir haben uns auch bei der Erstellung sehr an den CC-Lizenzen orientiert. Mhm. Ja, also das, es gibt dann quasi zum Beispiel extra 10 Jahre in der quasi mehr Laufzeit beziehungsweise 10 Jahre weniger Abzug von der Laufzeit, wenn der Urheber sich dazu verpflichtet, seine Quellmaterialien zu veröffentlichen. Oh. Ja, das kennt man so ein bisschen auch aus der Idee der freien Software. Das gibt es natürlich auch bei anderen Werken, Filme zum Beispiel, gibt es dann irgendwelche Rohschnitte, bei Musikstücken gibt es die ungemischten Einzelspuren. Und wenn die quasi mit veröffentlicht werden, was ja hilft, daraus Remixes zu machen, daraus neue Werke zu machen und eben auch zu lernen, wie zum Beispiel ein bestimmtes Werk zustande gekommen ist, was ja für die Allgemeinheit von sehr großem Nutzen ist. Und das wollen wir im Prinzip anreizen, dass die quasi für diesen Schutz, für diese zusätzliche Laufzeit bereit sind, die mit zu veröffentlichen. Dann bekommt er eben, diese Laufzeit, und das ist, wie gesagt, angelehnt an diese CC-Lizenzen oder auch an diese GPL-Lizenz für die freie Software. Und dann danach ist es eben nicht Public Domain im klassischen Sinne, sondern es gibt weiterhin die kompletten Persönlichkeitsrechte und im Entwurf ist explizit ein Vergütungsanspruch vorgesehen. Im Antrag haben wir das ein bisschen freigehalten, haben gesagt, ja, also wir können uns das vorstellen, aber es ist jetzt kein Muss. Wie sieht denn das aus, dieses Rohmaterial? Ich meine, das also Rohmaterial bei Software ist klar, das ist der Source Code. Ja. Aber jetzt bei Büchern? Büchern kommt es jetzt darauf an, wenn ich jetzt ein Gesetzesbuch habe, ist ein Rohmaterial zum Beispiel der Text, mit dem ich gesetzt habe. Ich habe zum Beispiel mit einem, im schlimmsten Fall mit einer Office-Paket gesetzt, im besten Fall zum Beispiel mit LaTeX, und ich irgendwie einen ungesetzten Text quasi dann zum Beispiel auch neu setzen kann. Wenn jetzt mein Textwerk nur aus reinem Text besteht, zum Beispiel, ich habe da so einen Blog, da schreibe ich irgendwelche Gedichte drauf, so als Hobby. Und natürlich nur der Text. Kann man den verlinken? Geeklyrik.wordpress.com. Es sind 3 Gedichte bisher drauf, den Rest habe ich nicht veröffentlicht, weil die so schlecht sind. Aha. Also das ist nur so ein, das habe ich früher gemacht, wenn ich im Zug saß und nichts zu tun hatte, habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben. Aber das ist nicht so. Ich würde mich als Poet zu bezeichnen, eher so als vielleicht Westentaschendichter. Ja. Gut, okay. Aber da sind natürlich so ein paar Zeilen Text, einer Text, Plaintext, und da ist natürlich der Text selbst quasi schon das Quellmaterial. Das heißt, derjenige, der eh kein Quellmaterial hat, was er vorrätig oder was er halten kann, was er versteckt halten kann, bekommt dann quasi die 10 Jahre sowieso. Den sollte man ja auch nicht benachteiligen, nur weil er jetzt quasi seine Rohschnitte, die es nicht gibt, oder seinen Quellcode eben nicht geheim halten kann. Deswegen bekommt er auch. Bei Musik? Bei Musik, wie gesagt, Tonaufnahmen gibt es typischerweise einzelne Tonspuren. Wo geht das noch? Ich weiß nicht, ob das auch mit der, ob das heutzutage noch ist. Oder vielleicht auch unkomprimierte Formate. Jetzt ist, wir kennen das jetzt von Musik, das sind ja quasi verlustfreie Formate, aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke, dass sehr viel über MP3s verkauft wird und vielleicht nur noch MP3s veröffentlicht werden, dann könnte man sagen, wir veröffentlichen das eben ein unkomprimiertes Format dazu, je nachdem, wie halt die Aufnahme stattfand. Das muss dann der Urheber dann halt, erstmal muss er so fair sein und sagen, okay, so und so habe ich das gemacht und das sind die Quellmaterialien. Also wenn ihr da was Neues draus machen wollt, legt los. Im Zweifel müssen das dann Gerichte entscheiden. Ich hoffe, soweit kommt es typischerweise nicht. Und aber es wird, wie gesagt, uns alle weiterbringen, wenn wir quasi nicht nur aus dem fertigen Werk wieder was Neues schaffen können, sondern vielleicht sogar aus dem Rohmaterial. Ein sehr schönes Beispiel ist der Schnitt von Star Wars Episode 1. Star Wars Episode 1 hat bei vielen Fans so ein bisschen so Bauchschmerzen verursacht, weil zum Beispiel der Charakter Jar Jar Binks, der hat den Leuten gar nicht gefallen, weil der so lächerlich war. Oder dass die Droiden sich gegenseitig immer irgendwelche blöden Sprüche, also diese Kampfdroiden, gegen die dann gekämpft wird, diese Roboter, die haben sich immer irgendwelche blöden Sprüche an den Kopf geworfen, was eigentlich das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat. Haben sich ein paar Leute gedacht, na gut, dann nehmen wir das Ganze halt und schneiden das einfach mal neu. Dem veröffentlichten Material und vertonen es zum Teil eben neu, beziehungsweise machen halt die sprechenden Droiden raus. Und da stand etwas Neues, was vielen schon viel besser gefallen hat. Gerade George Lucas ist dann zwar so jemand, der wundert mich so ein bisschen, dass der dann nicht sagt, nee, das ist meins und ihr dürft das nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das dann tatsächlich weitergekommen ist, wird etwas daraus noch geworden ist, aber man sieht hier quasi, wir haben ein neues Werk aus dem alten geschaffen, das denen jetzt besser gefällt als das vorherige,
Und das wäre natürlich noch viel besser gewesen, wenn die zum Beispiel die Rohschnitte hätten, alle Szenen gehabt hätten, auch zum Beispiel das, was rausgeschnitten worden ist, auch die einzelnen Spuren, Vertonungsspuren, dass ich im Endeffekt nur die Droiden rausklicken muss und da quasi nochmal neue zusammenmische. Und so entsteht natürlich ein viel größerer Kanon an Werken, ein viel größeres Sammelsurium, ein viel größerer Schatz an Kultur. Und das ist ja was, wofür wir Piraten grundsätzlich stehen. Ja, das klingt gut, weil es die Kreativität steigern würde, ganz klar. Auf der anderen Seite, könnte mir dann auch als Urheber auch das Problem, wenn hinterher was Besseres rauskommt, gut, George Lucas nimmt das gerne hin. Andere sind dann vielleicht eher so ein bisschen pikiert, wenn halt Nutzer da was Besseres rausmachen. Ja. Da gab es mal so, Dick Falkwinger hat das auch erzählt, dass es da mal so einen Trend gab aus, also Klassik, wie man quasi im Volksmund sagt, dass man das nimmt und so Remixes macht, Techno-Remixes und ähnliches. Und da haben auch die ganzen da waren das auch neue Werke, da haben halt die Urheber oder dann auch eben die halt einfach zum Beispiel die Aufnahmen von den klassischen Werken gemacht haben, die haben dann alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, oh mein Gott, wie kann man sowas machen? Das Werk ist ja total entstellt mit der ganzen Techno-Mucke da, das geht doch gar nicht. Ja? Aber vielen Leuten gefällt das. Ich muss gestehen, ich habe in der 13. Klasse ein Referat gehalten über Beethovens 9. Und habe dann das erste, was ich eingespielt habe, war der Techno-Remix, den ich im Internet gefunden habe, auf Napster. Ah ja. Und das war halt auch wieder so ein Fall, da hätten viele vielleicht gesagt, das gefällt mir nicht, aber da muss man einfach sagen, auch als Urheber, ich muss da ein bisschen locker lassen und muss sagen, ich schaffe eben nicht nur für mich selbst, hat man so ein bisschen den Eindruck in der Debatte, der Urheber schafft irgendwas und möchte das eigentlich gar nicht hergeben, sitzt da so drauf wie Gollum auf dem Ring, sagt, mein Schatz und ihr bösen Nutzer, ihr kommt jetzt her und wollt mir das wegnehmen. Sondern der Urheber schafft natürlich, um den allgemeinen Wissens- und Kulturschatz zu erweitern. Der will seinen Teil dazu beitragen und die Allgemeinheit, die will ihn natürlich dazu anreizen, dass er sagt, okay, ich stecke jetzt Zeit und Mühe da rein, um das eben diesen Wissens- und Kulturschatz zu erweitern. Und das ist eigentlich für mich der Grund des Urheberrechts. Nicht irgendwie so ein geistiges Eigentum, was da so ein bisschen über uns drüber flattert als Grundrecht, wo man den Urheber quasi schützen muss, sondern weil wir als Allgemeinheit dem Urheber quasi zeigen wollen, wir schätzen deine Arbeit, wir wollen, dass du das weiter tust, wir wollen, dass du davon leben kannst, damit du nicht irgendwie deine Zeit in was anderes investieren musst. Und daran müssen wir uns ein bisschen orientieren. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Ansatz auch, der auf jeden Fall auch förderungswürdig ist. Und es geht in die Richtung, dass eben auch jeder Nutzer auch gleichzeitig Urheber wird, also viel mehr kollaborativ entsteht. Ich meine, das ist ja eben auch das, was sowieso im Netz passiert. Und da passt es ganz gut, wenn man das eben auch noch ein bisschen heizt, dass da tatsächlich die Leute dann auch noch was machen können aus den Materialien, die sie dann halt zur Verfügung gestellt bekommen. Wo es natürlich viele, viele kleinere Probleme gibt. Zum Beispiel ein Fotograf nimmt irgendwen auf und schneidet dann natürlich nur die Person, die er porträtieren will, raus aus dem Foto, weil da andere Sachen auch noch drauf sind, die jetzt vielleicht nicht so relevant sind. Wenn er das Rohmaterial zur Verfügung stellt, dann muss er ja alles zur Verfügung stellen. Das ist halt die Frage, ob dann nicht auch noch irgendwelche Rechte von anderen mit betroffen sind. Ja, das halte ich jetzt nicht für so kompliziert. Wenn es da was anderes drauf ist, erst einmal, vielleicht hat irgendjemand anders Interesse daran, der Fotograf vielleicht nicht. Er hat gesagt, okay, da hinten ist jetzt noch die Kirche im Hintergrund, die interessiert mich eigentlich nicht, die schneide ich aus. Ja, aber die könnte jemand interessieren, zum Beispiel, wenn diese Kirche zufällig zerstört wird, ist es gut, wenn man da nochmal ein Bild von hat, wie sie kurz vorher aussah, das kann man ja nicht alles vorhersehen. Aber auf der anderen Seite können da eben auch Personen drauf sein. Genau, und das ist der andere Punkt, und da greifen ja ganz andere Rechte. Da greift zum Beispiel das Recht am eigenen Bild. Das hat ja mit dem Urheberrecht erstmal gar nichts zu tun. Nee, aber wenn man sagt, wir legen alles offen, alle Quellen offen, dann gibt es da noch andere Rechte, die berührt sind. Da macht man halt eine Rechtsabwägung und sagt, okay, das Recht am eigenen Bild zählt in diesem Fall einfach mehr. Und der da eben mit aufgenommen worden ist, da sagt, ich möchte das nicht. Dann kann man, denke ich, dem Urheber auf jeden Fall zugestehen, dass er, das ist ja ein Spezialfall, das muss im Zweifel ein Gericht entscheiden, aber ich denke, da sind wir uns ziemlich schnell einig, dass da dieses Persönlichkeitsrecht das am eigenen Bild natürlich überwiegt und dann kann auch der Urheber natürlich sagen, ich würde es gerne veröffentlichen, aber ich darf nicht, weil ich da jemand anderem halt mit auf den Schlips treten würde und das ist vollkommen legitim. Naja, bei Porträtfotos ist es natürlich auch immer so, dass die ja nachbearbeitet werden und natürlich sozusagen das ungeschminkte Foto von einer Person auch immer möglicherweise nicht so toll ist. Selbes Recht am eigenen Bild, ne? Also da sehe ich das genauso, wenn halt einer sagt, ich möchte gerne
geshopptes, mein bearbeitetes Bild veröffentlichen, aber das Rohbild bloß nicht, ja, weil ich damit nicht zufrieden bin. Er sollte aber der Urheber dadurch keine Nachteile bekommen. Nein, um Gottes Willen natürlich nicht. Ja, also da gibt es eben doch noch viele. Ich denke, das ist ein Spezialfall, da kann man eine Rechtsabwägung ziemlich schnell, schnell, sind wir uns ja eigentlich einig, ich wüsste jetzt nicht, wer da irgendwie einen Anspruch daran hätte, irgendwie ein Bild von irgendjemandem, der nicht möchte, dass er da drauf kommt, jetzt unbedingt zu haben. Wie gesagt, im Zweifel muss ein Gericht halt die dran abwiegen, aber ich glaube, das geht ziemlich schnell immer, dass der Urheber hier Nachteile von hat. Ja. Also nur als grundsätzliche Problem aufzuzeigen, was natürlich da ist. Es wird ja immer gesagt, in der traditionellen Rechtsauffassung vom geistigen Eigentum, gut, geistiges Eigentum mag jetzt mal ein Kampfbegriff der Gegenseite sein, aber es wird ja gesagt, dass eben zu den Urheberpersönlichkeitsrechten eben auch so ein Vermögensrecht, dass halt der Urheber auch darüber entscheiden kann, ob er Geld machen will mit seinem Werk. Und das wird ja beschnitten jetzt. Ne? Das würde ich gar nicht mal so sehen. Bis er den Effekt, dass das Urheberrecht, wie es jetzt ist, quasi im Hinterkopf ein bestimmtes Geschäftsmodell hat, nämlich den Verkauf von Kopien. Das ist so ein bisschen so das Hauptgeschäftsmodell. Ja, ja. Man hat die Aufführung auch schon im Kopf gehabt. Ja. Man hat ein Vervielfältigungsrecht, man hat ein Aufführrecht. Man sieht also so, durch die Verwertungsrechte hat man also bestimmte Geschäftsmodelle quasi schon mal zementiert. Und das ist eigentlich das, was diese ganze Diskussion so ungemein schwer macht, weil häufig bekommt man dann quasi so zu hören, ja, verdiene ich jetzt da mein Geld, wenn ich keine CDs mehr verkaufen kann? Wird das plötzlich erwartet von der Politik, weil quasi so implizit in dem alten Urheberrecht das mit drin ist, das Geschäftsmodell quasi auch zu liefern. So Geld haben, wo man dann quasi aufdreht und dann kommt da Geld raus für den Urheber. Mhm. Die Grünen machen dann so eine Kulturflatrate, wo dann quasi jeder von uns das auf den Internetanschluss zahlen darf. Gut, dann muss ich nicht auf die Abmahnung warten, bis ich Geld zahlen muss, weil zahle ich das ja gleich mit dem Anschluss. Naja, obwohl natürlich die Kulturflatrate den Vorteil hätte, dass ich mir dann keine Angst mehr machen muss, irgendwie abgemahnt zu werden. Ja, das ist ein Schutzgeld. Aber wäre für den Verbraucher schon mal ein Fortschritt. Ja, es ist auch ein Fortschritt, wenn der Ladenbesitzer, der jetzt von der Rockergang da erpresst, wenn der das Geld zahlt, dann wird er auch nicht zusammengeschlagen. Also das ist denke ich, ein bisschen schwierig. Der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen. Denn, stimmt, anstatt körperlicher Gewalt wird man halt juristische Gewalt angedroht und die ist natürlich besser. Ja, zum Beispiel. Naja, gut, das ist ja noch der Punkt, dass in der Zeit es schon so ist, dass man Rechte verletzt. Ja, ich möchte nicht mit jeder Privatkopie, das ist klar. Es gibt sicherlich auch noch ein Recht auf Privatkopie. Aber ich mag das Bild nicht, dass man quasi dass der Urheber sich quasi gegen den Nutzer durchsetzen muss. Nee, das ist ja genau das, was genau man ändern muss. Die Idee auch der Kulturflatrate ist ja quasi, man traut dem Nutzer nicht zu, dass er selbsttätig aus eigener Vernunft heraus quasi sich an dem Markt beteiligt. Richtig. Ja, man denkt irgendwie so, man müssen den per Gesetz dazu zwingen, auf irgendwas, was er kauft, Internetanschluss. Ja? Jeder, der irgendwie die Musik nutzen wird, wird einen Internetanschluss haben. Deswegen musst du darauf Geld bezahlen, beziehungsweise halt dann der Provider. Ja, das ist in der Tat, also da bin ich völlig bei dir, das ist blöd. Also weil einfach, weil es gibt genug Leute, die ihren Internetanschluss nicht dafür nutzen, Musik runterzuladen. Exakt. Die müssen auch bezahlen. Das finde ich zum Beispiel schon mal seltsam, weil wo inzwischen ja alles übers Internet läuft und ich schon nicht mehr telefonieren kann ohne Internet oder keinen Strom mehr beziehen kann ohne Internet und dann soll ich immer darauf was zahlen für Urheber. Ist wenig einzusehen. Das ist ja genau das gleiche Problem mit der Haushaltsabgabe für GZ. Also das ist, also ich... Man hat einen Unterschied bei dem GEZ, das wird auch häufig verglichen. Die Piraten fordern eine Abgabe für den Nahverkehr, dass der quasi frei wird. Da müssen ja auch alle zahlen, auch die den nicht nutzen. Ja. Der entscheidende Unterschied ist, Nahverkehr oder auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das ist eine hoheitliche Aufgabe. Mhm. Ja, und hoheitliche Aufgaben werden nun mal über Abgaben finanziert, ob es jetzt Steuern, Gebühren oder sonst was sind, sei dahingestellt. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich das Kulturschaffen zu einer hoheitlichen Aufgabe erklären möchte. Nee, das möchte man nicht. Naja, das Konzept, also ich muss dich jetzt mal ein bisschen korrigieren. Ja. Also das Konzept mit dem Nahverkehr ist nicht, dass es eine hoheitliche Aufgabe ist. Also das, was dahinter steht, ist, dass da jeder zur Kasse gebeten wird, weil jeder davon profitiert. Auch der Nichtnutzer. Also wenn ich mit dem Fahrrad fahre oder mit dem Auto, freue ich mich natürlich, dass die Straßen etwas freier sind. Und als Autofahrer freue ich mich doch besonders, wenn zum Beispiel die Parkraumbewirtschaftung
wegfällt, denn die würde dann irgendwann wegfallen. Denn wenn Parkplätze frei sind, dann ist es witzlos, Geld einzutreiben für das Parken. Genau. Also von daher, deshalb ist diese Abgabe für den öffentlichen Nahverkehr auch ganz leicht durchsetzbar. Also ich würde wirklich sagen, wenn die anderen Parteien, jetzt hätte ich beinahe gesagt, den Arsch in der Hose hätten, ja. Also es wäre wirklich, also sie müssten, das würde jeder Berliner gerne zahlen, auch die eingefleischten Autofahrer, wenn man ihnen sagt, ihr braucht keinen Parkplatz mehr zu bezahlen in der Innenstadt, dann schreien die doch Hurra. Das ist doch das Ehrlichste, was es gibt. Und von daher kann das leicht durchsetzen, weil es einfach, weil alle davon profitieren. Und wenn alle profitieren, kann man sowas durchsetzen. Das ist so ein bisschen auch die Argumentation sicherlich bei der Kulturfreiheit, obwohl es da ja, hakt's halt wieder da ein bisschen. Hakt's halt ein bisschen. Ja, es gibt dann, also gut, das ist jetzt eine andere Sicht der Dinge, aber wir sind uns ziemlich einig, dass auf jeden Fall zwischen dem Kulturflatrate und dieser Nahverkehrsabgabe besteht auf jeden Fall ein Unterschied. Zum einen hat eine Aufgabe, die typischerweise eben vom Staat erledigt wird und hat wahrscheinlich sogar noch den Effekt, dass alle davon profitieren und alle dafür sind. Das ist natürlich umso besser. Wenn alle dafür sind, braucht man uns gar keine Gedanken über was anderes zu machen. Ja, das ist trotzdem nicht gemacht. Das ist ja das Interessante. Das ist Politik. Ja, aber es wird nicht gemacht, weil es gewisse Leute gibt, die an der derzeitigen Situation extrem, also die davon extrem profitieren. Das hat man ja beim Urheberrecht auch. Das ist beim Urheberrecht auch so. Genau. Insofern ist es auch vergleichbar. Also wenn ich vielleicht den Bogen nochmal schließen darf, also mir ist es wichtig, dass wenn wir quasi von einer Musik oder von einer Kulturerstellung, Kulturvermarktung auch in Zukunft sprechen, wir reden ja eigentlich von kommerzieller Kunst, das Paradigma, dass wenn das Urheberrecht weg ist, dass es dann keine Kunst mehr gibt, das ist genauso falsch, wie dass es keine Liebe mehr gibt, wenn das Eherecht weg ist. Ne? Also wir reden, wenn dann überhaupt, über kommerzielle Kunst und also einen Kunstmarkt in zukunftsfähig aufzubauen, möchte ich so machen, dass sowohl die Nutzer als auch die Urheber gemeinsam daran arbeiten und das irgendwie nicht gegen den Nutzer quasi mit Zwang durchgesetzt werden muss. Mhm. Es gibt wahnsinnig gute Geschäftsmodelle. Ich denke nur an so Sachen wie Idle Marketing kennen wir ja schon, sprich also man verkauft nicht mehr Musik oder Filme, sondern vielleicht den Künstler. Es gibt einen Haufen Künstler, die verdienen vielleicht gar nicht so viel mit ihrem Album oder mit der Tournee, die kommen aber dann häufig im Fernsehen oder werden eben gut rausgebracht, bekommen Werbeverträge oder ähnliches. Mhm. Ja, Live-Konzerte sind ein anderes Beispiel bei Musik oder Kino, bei Filmen, das soziales Marketing im Prinzip, ne? Also dasselbe Logik wie, wieso kaufe ich 2,50 ein Bier in der Kneipe, was ich für 50 Cent im Supermarkt bekomme, weil ich mit meinen Freunden in die Kneipe gehe und das Erlebnis haben will. Genauso ist es beim Kino und beim Live-Konzert. Also auch das sind noch gute Sachen, wo man im Prinzip gemeinsam mit dem Kunden, dem Nutzer das anbietet, was er auch haben möchte. Und der Nutzer honoriert das dadurch, dass er diese Geschäftsmodelle annimmt. So stelle ich mir das vor. Was ich einfach glaube, das ist mein Menschenbild, dass der Nutzer von sich aus vernünftig ist und weiß, wenn ich jetzt das Ganze quasi tatsächlich nur noch ausbeute, dann habe ich auch nichts davon. Und das ist also der Unterschied. Ich denke, das macht die Piratenpartei auch aus, dass wir dem Einzelnen sehr viel Verantwortung zugestehen. Ja, es gibt ja inzwischen auch schon Untersuchungen, dass Sachen, die kostenlos zum Download bereitstehen, dass sich dieses Downloaden auch wieder auf die Verkaufszahlen auswirkt. Ja. Die Sachen werden bekannt und werden wahrgenommen. Und für die Wissenschaft sowieso. Also das, was ich halt vor allen Dingen sehe, also früher habe ich immer noch geglaubt, wenn jemand auf Deutsch publiziert, hat er einen Nachteil, weil irgendwie alle anderen was auf Englisch lesen. Ich glaube, inzwischen ist das Wichtigste halt bekannt zu werden. Und wenn die Sachen zugreifbar sind im Netz, dann greifen die Leute auch auf Sachen zu, die auf Deutsch verfasst sind. Also ich kann das sehr schön bei Google Knoll sehen. Da habe ich einen englischsprachigen Artikel und einen deutschsprachigen Artikel veröffentlicht. Erstmal, das Interessante ist, der deutschsprachige Artikel ist eine ausführlichere Version eines Artikels, der in einem Handbuch erschienen ist, gerade eben erschienen ist. Da gibt es schon mehr Downloads von dem Null-Artikel, als wahrscheinlich bisher Exemplare des Handbuchs verkauft worden sind. Ich weiß noch nicht, wie hoch die Auflage des Handbuchs ist. Ich glaube, die Gesamtauflage des Handbuchs ist auch nicht viel größer als die Zahl der Downloads, die schon stattgefunden haben. Also da sieht man, es ist völlig witzlos, das zu verbieten, dass Leute was downloaden, beziehungsweise dass Leute was ins Internet stellen, weil das einfach zum Beispiel für die Wissenschaft absolut wichtig ist, dass die Sachen verbreitet werden. Es gibt noch einen tollen Fall, den habe ich auch auf dem Blog von Fritz Effenberger gelesen, über eine Handy-App namens Punch-M, glaube ich, ist die.
Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was die kann eigentlich, ehrlich gesagt. Mhm. Aber die wurde halt verkauft irgendwie über den normalen Vertriebsweg, wie halt solche Apps verkauft werden. Und ich hatte der Urheber, also oder der Verwerter, ich weiß nicht, ob das ist, welche Rolle der da gespielt hat, aber der das halt verkauft hat, diese Unternehmen, hat dann gemerkt, dass die Verkaufszahlen plötzlich sprunghaft angestiegen sind und auch oben geblieben sind. Mhm. Und haben sich gedacht, ist das Weihnachtsgeschäft jetzt oder was ist das jetzt? Nee, es bleibt doch alles da, woher kommt denn das? Und dann hat man festgestellt, dass diese App gecrackt worden ist. Mhm. Sprich, hat sich jeder plötzlich selbst installieren können. Was ist jetzt passiert? Zuerst hatte man dann immer so eine Kurve von, wo sich Downloads und Verkäufe quasi oder quasi illegale Downloads und Verkäufe so die Waage hielten. Und dann wurde die App gecrackt, sprunghaft die illegalen Downloads an, quasi auf das 10-20-fache, ich weiß es nicht mehr, von vorher. Aber die Verkaufszahlen haben sich mit verdoppelt, verdreifacht oder sonst was, also mitgestiegen auf ein höheres Niveau. Ja. Das heißt, er hat gemerkt, dadurch, dass das diese, dass die jetzt frei im Netz kursiert mit der großen Menge, habe ich diesen Netzwerkeffekt quasi, alle möchten auch Punch-M haben und plötzlich sind die Verkaufszahlen mit hochgegangen. Ja. Und hier hat man natürlich immer so das Ding, dass gerade viele Verwerter, die haben dann immer so die Gier, ich möchte aber nicht irgendwie die dreifache Verkaufszahl, sondern ich möchte diese 20-fache Verkaufszahl, ich möchte, dass die mir alle Geld geben. Obwohl quasi die Alternative nur ist, entweder eben das oder 3.000 im Monat zu verkaufen. Völlig liebige Zahlen. Ja. Aber dieser Effekt, quasi immer ein kleiner Bruchteil der Verbreitung sich wieder niederschlägt auf Verkaufszahlen, den hat man schon mehrfach beobachten können. Und das ist, denke ich, auch eine sehr gute Strategie, um es zu vermarkten. Ich glaube, Cory Doctorow, der Autor, ist ja auch ein bisschen in diese Richtung gegangen. Der konnte sein Buch nicht verlegen, weil es Papier knapp war und hat es dann im Internet veröffentlicht. Ja, ich hatte ja so ein ähnliches Problem mit meinem Handbuchartikel. Ja. Ich konnte den nicht, also in dem Handbuch waren halt der Platz knapp. Und dann durfte der Artikel halt nur 23.000 Zeichen beinhalten. Ich hatte aber in der ersten Version 48.000 geschrieben. Und dann war die Frage, was mache ich jetzt? Und der Herausgeber wollte unbedingt das runterkürzen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich da nicht die ausführliche Version eben veröffentlichen kann. Und dann meinte er, gut, ich habe nicht dazu gesagt, dass es dann bei Google ist. Aber hat auf jeden Fall eine unheimliche Aufmerksamkeit verursacht, was letztlich dem Verkauf des Buches auf jeden Fall zugutekommt. Also wir wollen das auch machen bei unserem Buch. Da haben wir uns auch mit dem Verlag schon abgesprochen. Ich habe ja das Neusprechblog und da gibt es auch demnächst ein Buch. Und die Idee ist eben auch da, dass das auch als E-Book auf der Seite zum Download geben wird. Dann schauen wir mal. Sehr schön. Ich habe noch eine Anekdote, die vielleicht auch in die Richtung geht. Und zwar gab es einen Artikel von Juli C. Hat sich ein bisschen darüber ausgelassen. Die Piraten hätten ja keine Ahnung vom Urheberrecht. Ich glaube, so ein bisschen hat sie das auch revidiert. Ich habe sie auch mal kurz getroffen in Ingolstadt, ganz kurz. Der Effekt war auf jeden Fall, ich habe darüber geschrieben, habe gesagt, naja, die hat das nicht richtig verstanden, ich möchte das mal hier klarstellen in meinem Blog. Dann kam irgendwie die Diskussion um Juli C. los und dann hieß es irgendwie, Juli C. ist cool, das Buch Corpus Delicti musst du unbedingt kaufen. Ich bin irgendwie mit einem Kollegen mal in eine Buchhandlung gegangen, der wollte irgendwie ein akademisches Werk kaufen und dann lag das Buch da, habe ich mir gedacht, gut, kaufst das hier mal. Ja. Das heißt, in einem Artikel, wo ich dieses Piraten-Urheberrecht verteidigt habe, kam ein Kommentar, wo es hieß, kauf dieses Buch und ich habe das Buch gekauft dafür. Ich muss gestehen, ich habe es nur zum Teil gelesen, ich habe aber am Ingolstädter Theater, dort wo eben Juli C. dann war, die Aufführung gesehen davon, die fand ich auch nicht schlecht. Ja, also ich sage ja, das ist verkaufsfördernd auf jeden Fall. Also das ist doch klar. Ich meine, wenn man irgendwie was sieht und sieht, dass es gut ist, dann will man das kaufen. Ich habe es selber auch gemacht. Ich habe ein Buch, natürlich auch überteuert, bei Kindle gelesen und dann gedacht, Mensch, das muss ich auch nochmal verschenken. Und dann macht sich es einfach besser, ein Buch auf Papier zu verschenken, als jetzt ein E-Book. Aber das wird sich vielleicht auch noch ändern. Das mit den E-Books, was mir ein bisschen stört, ist, dass die jetzt wieder diese DRM-Schiene fahren. Ja, ja. Da wird ja immer ab und zu mal gefragt, ja, warum klappt das nicht mit den E-Books? Warum ist nur 1% des Umsatzes im deutschen Buchhandel mit E-Books? Ja, das kann ich leicht erklären. Da gibt es verschiedene Faktoren. Der eine Faktor ist DRM. Das ist einfach mal eine Sache, die nicht geht. Ich will halt nicht ein Buch kaufen, was ich nur auf bestimmten Geräten lesen kann. Dann die verschiedenen Formate, das ist auch wieder so ein Punkt. Ich will natürlich mein Buch auf meinem Galaxy Tab, auf meinem iPad, auf meinem Linux-Rechner, auf meinem MacBook und überall lesen und möglicherweise auch noch unter Windows, wenn ich es denn hätte. Da will ich doch nicht irgendwas kaufen, was dann nur auf dem iPad läuft. Ja, weil das Format nicht passt. Und dann bin ich da an das Kindle-Format gebunden. Ich will aber jetzt lieber ein PDF-Format haben.
Ja, da hast du recht, da müssen die Rohdaten her. Warum wird dann nicht das XML veröffentlicht direkt? Ja. Dann könnte jeder sich alles draus machen. Ich habe noch einen Fall, der mich auf eine ganz andere Sache bringt. Vielleicht ein bisschen wieder zurück auf die Urheberrechtsfrage und die Vermarktungsfrage auch. Ich bin ja ein wahnsinniger Comic-Fan. Ich lese gerne, also ich bin DC-Comics, kennt man vielleicht, Superman, Batman, das lese ich ganz gerne. Habe immer so ein bisschen das Problem, dass wenn so ein Comic bisher in den USA rauskam, ich habe keine Möglichkeit gehabt, den mir hier erstmal zu kaufen, sondern ich hatte nur den Weg des Downloads. Den habe ich zum Beispiel auch bei diversen Serien. Ich darf zum Beispiel als Deutscher nicht Hulu.com aufrufen, wo die eben die Amerikaner die ganzen Serien anschauen können. Das darf ich nicht. Ja. Sondern der einzige Weg, wie ich jetzt zum Beispiel eine neue Folge von Big Bang Theory sehen kann, ist, ich mir runterladen. Ja, naja, wenn ich eine Folge verpasst habe. Ne? In den USA gibt es dann halt entsprechend die gelaufenen Folgen, kann man sich halt dann auch runterladen bei den Stationen. Gut, kann ich auch, weil ich Zugang habe zum also auch zu Netzen, die anderswo rauskommen als in Deutschland. Ja. Das auch. Nur für Deutsche geht es da nicht, weil es da irgendwelche Urheberrechtsvereinbarungen gibt. Und das Blöde ist halt, ich habe halt eine Folge einfach nur verpasst und will halt die gerne noch sehen. Also ich ja nicht, sehe kaum fern. Aber also jetzt die Vorstellung, nicht das, also das ist doch blöd. Dann sehe ich den ganzen Rest der Serie ja nicht mehr, weil ich mal zwei Folgen verpasst habe und nicht mehr mitkomme. Das kann es doch nicht sein. Ja. Der Effekt ist schlicht und ergreifend, die Geschäftsmodelle sind da, die funktionieren in den USA. Ja. Ja, und jetzt kommt man auf die Idee quasi aus irgendwelchen uralten Vereinbarungen, da stehen sich echt, diese Industrie steht sich da selbst im Weg. Kann ich jetzt zum Beispiel aus Deutschland da nicht drauf zugreifen. Comedy Central hat das ganz gut gemacht mit South Park, da gab es zuerst southparkstudios.com. Da konnte man sich also South Park, die Serie, ständig anschauen, wenn sie es rauskam. Und es gab halt dann Werbeblöcke zwischendrin. Ich habe das wahnsinnig gerne geschaut. Irgendwann hieß es Bam, dann nicht mehr. Ja, und musste jetzt auf southpark.de gehen. So, dann habe ich das gemacht und dann waren da zuerst im Prinzip das wieder so eine halbe Staffel hinterher. Dachte ich mir, super. Jetzt bin ich ein Kunde zweiter Klasse, ich muss also warten. Obwohl ich das genauso sehen möchte wie die anderen. Die haben da aufgeholt. Sprechen kann ich mir jetzt auf der deutschen Seite das genauso anschauen, wenn es in den USA rauskommt. Ich fände es zwar immer noch besser, wenn ich tatsächlich auch Zugriff auf die Webseite hätte, zum Beispiel auch die amerikanische Community benutzen kann, aber das ist jetzt zumindest mal eine einigermaßen brauchbare Lösung. Als die von DC Comics, und da komme ich wieder zurück, die haben eine neue App. Da kann ich die Comics jetzt tatsächlich runterladen. Ich habe das auf meinem Android-Tablet installiert und habe das auch mal ausprobiert und es hat mir super gefallen. Und ich bekomme die gleich. Tatsächlich zeitgleich mit der Veröffentlichung im Papier in den USA bekomme ich diesen Comic. Dachte ich mir, super, machst du jetzt. Ich habe dann angefangen, da wirklich Zeug runterzuladen. Habe bestimmt schon 20 Euro dann reingesteckt gehabt. Ja. Und habe dann auch wieder immer erzählt, wie toll ich diese App finde, weil die hat auch tolle technische Features gehabt. Ja. Und dann kam ich auf die Idee, okay, jetzt wird das Tablet zu voll. Und ich möchte das jetzt erstmal quasi irgendwo auch wieder speichern und archivieren. Merke auch, ne? TRS-DRM-Format. Ah. Ich kam vorher gar nicht auf die Idee, weil ich das so toll fand und mich da durchgeklickt habe und das und so gefallen hat, dass ich erst auf den zweiten Blick gemerkt habe, dass ich jetzt schon wieder an dasselbe Problem gebunden bin. Ja, was mache ich, wenn der Herr hier, bei dem das geht, wenn der pleite macht und der Server abschaltet, dann komme ich an das Zeug nicht mehr ran. Ja. Ja, und dann habe ich wieder gesagt, gut, das kaufe ich halt nicht mehr. Und jetzt bin ich wieder eigentlich auf Downloads angewiesen, wenn ich mir das nicht kaufen möchte. Ich habe derzeit keine Zeit zum Comics lesen, deswegen kam ich da jetzt nicht in die Verlegenheit, das nochmal zu prüfen, aber das ist genau derselbe Effekt. Und dann deswegen meinte ich, man muss die Nutzer hier mit einbinden und muss das jetzt so anbieten, wie die Nutzer das wollen. Das war früher ein Verkäufermarkt, da konnten die Verlage entscheiden, wie etwas öffentlich wird, wer etwas quasi wann lesen darf. Die Digitalisierung haben wir das jetzt befreit und es wird jetzt ein Käufermarkt. Das heißt. Ja, gut, es war eigentlich vorher auch ein Käufermarkt, denn produziert wurde ja, was gefällt, also wofür die Leute Geld ausgeben wollten. Das hat sich nur jetzt verändert, indem das, was die Leute eigentlich wollen, durch irgendwelche Schranken behindert wird. Und das sollte natürlich nicht sein. Jetzt bestimmen tatsächlich die Verleger, weil die Käufer, die werden nicht mehr gefragt. Ja, die werden abgemahnt, genau. Ja, die werden abgemahnt. Das ist einfach ganz schlecht. Das ist auch ein Geschäftsmodell, muss man ja gestehen. Ja? Kein gutes, aber... Nee, das ist kein gutes Geschäftsmodell, ja, das stimmt. Also da ist wirklich ein Problem drin. Ich habe in München in der Bavaria Filmstadt bei einer Veranstaltung der CSU über das Urheberrecht, da habe ich mich mal ein bisschen eingeschlichen, da haben sich ganz viele Piraten eingeschlichen und ich dachte, ich war der Einzige und die sind dann überall rausgeplöppt und haben Fragen gestellt.
und habe dann mal gefragt, was wollt ihr denn jetzt eigentlich machen? Filme produzieren oder Leute abmahnen? Was ist denn jetzt überhaupt euer Geschäftsmodell? Mhm. Da haben mich alle ausgelacht, aber ich glaube, so jetzt 2 Jahre später. Inzwischen hat man den Eindruck, dass das... Stellen die sich die Frage. Ja, wo du gerade Filme ansprichst, habt ihr da auch spezielle Regelungen vorgesehen? Denn bei Filmen ist die Lage ja noch ein bisschen unübersichtlicher, weil ja Filme immer Großprojekte sind, wo verschiedene Dinge zusammenkommen und auch sehr, sehr viele Urheber beteiligt sind. Das macht die Sache dann sehr komplex, wenn es dann, also muss ja irgendwie eine einheitliche Regelung haben. Im Moment ist es ja so, dass Filme praktisch nie in die Public Domain gelangen, weil sie erst theoretisch in die Public Domain gelangen können, wenn der letzte Miturheber 70 Jahre tot ist. Das Problem ist aber, dass es so viele Miturheber gibt, von denen man teilweise gar nicht mehr weiß, wer sie sind, dass halt immer eine Rechtsunsicherheit also ist, also bis man wirklich sagen kann, da müssten jetzt nun wirklich alle Urheber 70 Jahre tot sein. Naja, nachweisen kann man es nicht. Vielleicht ist da irgendein Urheber erst mit 120 gestorben. Genau. Also du sprichst im Endeffekt jetzt hier 2 Probleme an. Ja. So ein bisschen durchgeklungen sind, ist das Problem der verwaisten Werke. Was genau. Mache ich, wenn, ja, das ist der Urheber regelmäßig bei Filmen. Komme ich gleich auf. Das zweite ist eben mehrfache Urheberschaft. Ja, das ist tatsächlich so durchaus geregelt, dass jetzt nicht jeder Techniker, der im Film beteiligt ist, als Urheber gilt. Richtig, da braucht man eine Schöpfungshöhe. Ja, aber es gibt bei Urhebern, beim Film immer sehr viele Urheberrechte. Genau. Sehr viele Urheber, die auch eine ordentliche Schöpfungshöhe haben. Das kann unser Entwurf deswegen ganz gut, weil er ja im Prinzip zumindest erst die Monopollaufzeit, die ist ja entkoppelt von der Lebenszeit des Urhebers. Mhm. Ja. Ja. Das heißt, da hat man schon mal das Problem gar nicht, dass man da irgendwie, dass das plötzlich sehr lange dauert, weil jetzt einer von denen sehr alt wird. Wir müssen natürlich trotzdem wissen, wer die Urheber sind, mhm. weil wir wollen die auch vergüten. Das ist ja auch vorgesehen. Ja. Und da gibt es einen zweiten Ansatz, den alten Ansatz, den wir wieder aufgewärmt haben, nämlich, dass man sich irgendwo anmelden muss. Mhm. Also viele vergleichen das dann mit dem Patent- und Markenamt, wo man dann so eine Marke registrieren muss. So kompliziert wollen wir das gar nicht machen. Aber unser Entwurf sieht vor, dass wenn jemand diese Rechte in Anspruch nehmen möchte, dann muss er das erstmal irgendwie ausdrücken. Man kennt das, früher gab es da immer so ein C für Copyright und dann irgendwie Namen oder sowas, damit man weiß, okay, der hat einer diese Rechte beansprucht. Sowas stellen wir uns da auch vor. Und dazu muss er eine Anmeldung machen oder eine Registrierung machen. Die sollte also relativ formlos sein. Ich kann mir vorstellen, im schlimmsten Fall ist das ein Wiki, wo man sich einträgt, aber wahrscheinlich wird sich das irgendwie, ich hoffe mal, dass die sich das selbst organisieren. Wenn nicht, muss das die Regierung machen. Aber man trägt sich dann dort ein und da stehen dann alle Urheber drin, dann weiß man, kennt man die dann auch. Und nur wenn man im Prinzip das gemacht hat, dann hat man auch diesen Schutz. Das heißt, ich weiß dann ganz genau, wann zum Beispiel kein Urheber, habe Kontaktdaten von mir aus, Adresse oder sonst was oder eine Telefonnummer oder irgendwie irgendwas ist hinterlegt, wo ich den identifizieren kann. Kann vielleicht auch registrieren, wenn der tot ist und dann stellen, okay, alle Urheber sind jetzt tot. Das ist jetzt quasi komplett Public Domain. Und das ist ein Ansatz, der von vielen, wo schon die jetzt sich mit der Problematik der verwaisten Werke vorgesehen ist. Man hat das quasi früher mal abgeschafft. Ich glaube, im TRIPS-Abkommen oder im Bern-Abkommen, einem von diesen beiden großen Abkommen, hat man das abgeschafft, dass man sich da quasi anmelden muss, um Urheberrechtsschutz zu genießen oder Verwertungsschutz zu genießen. Die Problematik sieht man jetzt ja hier. Also man wird immer erzählt, was ist dann mit den Schriften, die da irgendwie in der 1860er-Bewegung entstanden zum Beispiel. Ja? Mhm. Da hat man dann irgendwie einen Namen drunter. Fall, den habe ich jetzt auch in Baden-Württemberg gehört, stand dann irgendwie ein Name drunter. Man weiß aber nicht, lebt er noch, ist der tot? Wo ist denn der überhaupt? Wenn ich das jetzt irgendwie quasi nochmal veröffentlichen möchte, zum Beispiel in einem historischen Werk, dann habe ich immer so dieses Damoklesschwert über mir. Ja? Ich kenne den nicht, ich weiß nicht, wo der wohnt, ich weiß nicht, wie ich den aufwendig machen soll, niemand weiß das. Aber dann wird mein Werk vielleicht irgendwie erfolgreich und dann kommt er aus dem Nichts und sagt, du hast aber meins kopiert und jetzt musst du blechen. Mhm. Und diesen Satz kann man eben durch eine einfache Anmeldung. Das muss kein großartiges Registrierungsprozedere sein, da muss kein Beamter irgendwas bewilligen, sondern erstmal quasi, man meldet das einfach an, veröffentlicht das irgendwo, das ist mein Werk und ich bin der Urheber. Und wenn es dann zum Streitfall kommt, dann kann man das entsprechend immer noch vor Gericht zehren, was so oder so passiert. Was soll mit den Werken passieren, die schon verwaist sind? Das ist eine gute Frage. Ich persönlich bin Freund davon, die nach Schonfrist in Public Domain zu geben. So als Übergangsregelung, dass man sagt, okay, liebe Leute, wenn ihr alte Werke habt, habt ihr jetzt 10 Jahre Zeit, die da einzutragen. Mhm. Und diese Übergangsfrist quasi vorbei. Ab da ist alles, was nicht eingetragen ist.
Ah ja, das wäre auch wirklich eine gute Möglichkeit. Wie ist das denn sonst mit Übergangsregelungen? Ich meine, so ein neues Urheberrecht kann man ja nicht, man kann ja den Leuten nicht irgendwelche Rechte, auf die sie sich jetzt vielleicht verlassen haben, entreißen. Ja, das ist so ein bisschen das Thema Bestandsschutz, was ja schon Juristen jetzt hier angesprochen haben. Also man kann das nicht von heute auf morgen ändern. Das, was wir jetzt hier formuliert haben, ist hier ein Ansatz, der eben so ein bisschen auch auf europäischer Ebene greifen soll. Deswegen ist jetzt dieser Referenzcode auch auf Englisch, damit wir die anderen Piratenparteien da vielleicht auf mittlere Sicht damit einspannen können, hoffentlich. Wir versuchen das dann entsprechend, wenn wir mal unsere eigenen überzeugt haben. Und das ist natürlich ein Ziel, was eher mittelfristig gesteckt ist. Also kurzfristig kann man sich mal überlegen, wir müssen erstmal in die Regierung kommen und ähnliches und wir müssen erstmal das auch aushandeln können. Wer weiß, vielleicht können wir ja die Opposition-Leute erstmal bewegen, gewisse Dinge zu lockern. Ja, ich meine, die Leute schreiben ja voneinander gerne auch mal ab. Und die Grünen sind auch auf der Suche nach einem Urheberrecht. Wenn die da gute Ideen haben, sollen die doch übernehmen. Sie haben am Wochenende ganz viele alte Piratenpositionen übernommen. Das heißt dann immer, ich habe keine Beschlusslage, aber seit Ewigkeiten tragen wir die Ideen quasi in die... Pavel Mayer mal gesagt, in Reaktion auf die Äußerungen dieses einen Menschen von der FDP da bei Anne Will. Er hat ja irgendwie zuerst gesagt, ihr habt ja überhaupt kein Programm. Mhm. Dann hat er irgendwie gesagt, das, was ihr da als Programm habt, haben wir in der FDP natürlich auch. Und das war das Dritte. Es war also drei, ist da so eine Steigerung. Also erst hat er gar kein Programm, dann hat das gar nicht vorhandene Programm die FDP auch. Und das Dritte war, das kann man sowieso alles nicht realisieren. Ja. Na, da fragt man sich ja, wieso hat das dann die FDP auch, wenn es keiner realisieren kann. Also das fand ich ganz witzig. Und sowas kommt halt immer wieder. Ja. Also das ist auch gut. Da ist der Gedanke des Abschreibens noch wirklich mal richtig. Auf politische Ideen gibt es kein Urheberrecht. Ja, also genau. Drauf. Also wir Piraten freuen uns natürlich, wenn von uns Raubmord kopiert wird. Genau. Ja, so muss es sein. Hab das ja auch schon bei einem anderen Podcast gesagt. Ne? Ja. Also wenn man einen Job für den Theodor zu Gutenberg sucht, ne? Dann lässt man ihn politische Ideen abschreiben. Dann könnte er doch jetzt mal die politische Ideen abschreiben. Das ist eine gute Idee. Ja, Erfahrung. Ja. Also ich denke halt vielleicht, um den Bogen hier noch zu Ende zu spannen. Also man braucht natürlich eine Übergangsregelungszeit. Ich glaube, die wird aber durch den demokratischen Prozess sowieso entstehen. Ja. Also das, was wir jetzt formuliert haben, ist eine politische Forderung. Das ist ja erstmal eine Zielsetzung. Ja. Die Umsetzung muss dann natürlich schrittweise erfolgen. Ja. Ja. Genau. Ja, also das, klar, das ist natürlich auch gut, wenn man erstmal viel fordert und dann anschließend guckt, was man davon durchsetzen kann. Gegenentwurf, also der Gegenentwurf, von Daniel Neumann und ähnlichen Leuten. Ich glaube, es ist Q25, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Q25, das ist irgendwie in einem Ressourcepapier. Genau. Ja, ich werde das verlinken. Das ist ja sehr zurückhaltend. Ne? Das ist ja eher, sagen wir mal, jetzt nicht so visionär, sondern mehr pragmatisch. Ja, Sie haben ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt. Wenn wir eben gesagt haben, wir wollen einen gesamteuropäischen neu anfangen. Also man kann jetzt nicht irgendwie das zu verwurschteln, was es in Europa alles gibt, das wird wahnsinnig schwierig. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen das kürzen, wir wollen das eindampfen und wir haben diesen Entwurf da eben schon gehabt, der ja eben schon bereits sehr stark wesentlich reduziert ist. Das deutsche Urheberrecht, das Gesetz kennt ja ganz viele Vorschriften, auch so diese artverwandten Schutzrechte. Mhm. Irgendwie, da gibt es noch ein Laufbilderschutzrecht oder sonst was. Und Strafvorschriften, was wir jetzt auch erstmal hier ausgeklammert haben. Strafvorschriften können dann irgendwie die Mitgliedstaaten ihre Strafrechtsnormen erlassen. Das finde ich halt im Urheberrecht direkt ist nichts verloren. Mhm. Und die haben halt gesagt, wir nehmen das deutsche Urheberrechtsgesetz und gehen das also mal Paragraph für Paragraph durch und machen alles, was uns nicht gefällt, um. Das ist ein Riesenaufwand. Das ist ein sehr langes Papier entstanden. Da sind sehr viele gute Ideen drin, das will ich gar nicht bestreiten. Ich habe mir da gerne auch noch rechtzeitig ein paar abgeschrieben. Muss ich bei der nächsten Version machen. Ich halte die Idee quasi, das deutsche Urheberrechtsgesetz jetzt zu ändern, so für ein bisschen für eine Bypass-Operation an einem toten Patienten. Ja, das ist also wahnsinnig aufwendig. Mhm. Das sieht man eben allein an der Länge des Papiers. Und ich glaube jetzt, die wenigsten schaffen es tatsächlich, dieses lange Papier mal im Detail durchzugehen. Und gut, es gibt eine Fassung vorneweg. Weil ich halte das jetzt für eine politische Forderung, für fast schon so ein bisschen zu detailliert. Ich finde die Idee, die wir jetzt hier verfolgen, dass wir sagen, wir geben ein Ziel vor,
gehen in die Richtung. Das ist das, was man als Partei machen sollte. Das, was sie gemacht haben, wäre vielleicht sehr gut gewesen oder darauf kann man zurückgreifen, wenn man jetzt tatsächlich mal in die Verlegenheit kommt, vielleicht in der Bundesregierung zu sitzen und zu sagen, okay, wir können jetzt nur mal das deutsche Urheberrechtsgesetz mal general überholen. Dann ist das ein guter Ansatz. Was mir an dem Papier auch nicht so ganz gefällt, ist, es wirkt ein bisschen kraftlos und ein bisschen, da steht am Anfang drin, ja, man kann jetzt von geistigem Eigentum halten, was man will, aber irgendwie gibt es ja Juristen, die legen das so aus, deswegen müssen wir uns da dran halten. Und dann, wenn jetzt die Politik schon nicht irgendwie diesen Begriff in Frage stellen darf, wer denn dann? Ja, ja. Also das ist ein bisschen zu pragmatisch, da fehlt mir ein bisschen die Vision dahinter. Auch wenn das gut ist, also die wesentlichen Unterschiede sind jetzt nur in dem Laufzeitmodell eigentlich. Also das ist das, was zumindest Christian Hufgart, der ja auch mit daran beteiligt war, und ich in Baden-Württemberg festgestellt haben, das Laufzeitmodell ist so ein bisschen die Frage, weil die haben halt 10 Jahre nach Tod des Autors. Das ist schon mal eine deutliche Reduktion vom jetzt. 60 Jahre weniger. Ja, aber so ein bisschen hat man das Problem immer noch, dass man quasi die Lieder seiner eigenen Jugend nicht mehr so richtig in einer domainartigen Struktur zumindest wiederfindet. Ganz lustigen Effekt zum Beispiel, der 1991er Hit Rock Me Amadeus von Falco, wer jetzt, der Falco ist 1998 gestorben, der wäre dann nach dem Modell jetzt frei, 2008 dann ausgelaufen wäre. Der 1985er Hit Summer of 69 von Bryan Adams, da dürfte jetzt von Bryan Adams, ich will eben nichts Böses jetzt, aber sagen wir mal, er stirbt 2020, ne, dann habe ich da noch bis 2030 eine entsprechende Laufzeit. Und ich finde, das ist auch immer so ein bisschen schwierig, dass wenn man, deswegen wird auch immer argumentiert, man muss über die Lebensdauer des Autors hinausgehen, weil wer würde denn sonst irgendwie einen todkranken Autoren zum Beispiel irgendwie unter Vertrag nehmen, ist richtig. Und deswegen meine ich, man sollte auch die Lebenszeit des Autors da entkoppeln, weil was ist jetzt tatsächlich... Wenn man eine feste Verwertungszeit zum Beispiel hätte, ist ja egal, ob der Autor stirbt oder nicht. Genau, das haben wir ja vorgesehen. Man sagt 10 Jahre, dann ist gut, dann kann der Autor machen, kann er ja sterben zwischendurch. Hat man ja trotzdem 10 Jahre. Dann ist es schon klar, so ein Verleger will nicht unbedingt in so einen Rockstar investieren, also Musikverleger, die sterben ja bekanntlich immer sehr früh. Dann ist dann dumm, wenn dann gerade die Produktion angelaufen oder was auch immer angelaufen ist und dann ist er plötzlich tot. Also klar, aber wenn man sagt, es gibt so eine gewisse Frist für die Verwertung, dann ist es eigentlich gut, dann macht das gar kein Problem mehr. Genau. Das ist richtig. Also auch in unserem Entwurf sind die normalen Verwertungsrechte, die eben also 5 bis 25 Jahre dauern, die kann vererben, kann man an Verwerter abtreten oder lizenzieren. Ja? Damit kann man quasi das machen, was man jetzt auch schon kann. Diesen Anspruch, der danach kommt, diesen Vergütungsanspruch, der besteht tatsächlich nur für den Urheber. Aber der ist ja auch im Prinzip, da sind ja auch quasi die Verwerter außen vor, die interessiert das ja auch nicht, wenn nicht denen ist dann umso lieber, dass der früher stirbt, weil dann müssen sie ihn nicht mehr bezahlen, wenn sie es verwerten. Ja, genau. Ja, naja, also ich finde auch bei eurem Antrag, gut, die 25 Jahre hat ja der nur, wenn er wirklich die Rohmaterialien veröffentlicht und es unter eine freie Lizenz stellt. Ne? Also. Denn ansonsten sind, also mir persönlich, also 25 Jahre sind ja nun schon steinalt. Wenn ich da nochmal 25 Jahre dazu rechne, habe ich immer keine Chance, das noch wirklich in knackiger Frische zu erleben, selbst wenn ich steinalt werde. Wenn ich wirklich steinalt werde, so steinalt bin ich ja noch nicht. Also ich bin jetzt noch so halb alt und aber ich kann halt bei 25 Jahre ist einfach ein Zeitraum, der mir zu lang ist. In vielfacher Weise. Gut, aber wenn natürlich die 25 Jahre nur bestehen, wenn sowieso die Sachen zugänglich sind, dann ist es ja kein Problem. Also ich kann es mal kurz auch nochmal aufschlüsseln. Also es gibt 25 Jahre Grundlaufzeit und man bekommt quasi 10 Jahre abgezogen, wenn man seine Quellmaterialien unter Verschluss hält. Man bekommt nochmal 5 Jahre abgezogen, wenn man quasi sich das Recht vorbehält, abgeleitete Werke zu machen. Mhm. Also wenn einer sagt, okay, jeder darf aus meinem Buch einen Film machen, also auch kommerziell natürlich, wir reden jetzt hier von kommerziellen Verwertungen, und das kann mehr Nutzen für die Allgemeinheit bestehen, also der Urheber der verzichtet hier quasi auf ein Recht zum Nutzen der Allgemeinheit, weil dann quasi schneller abgeleitete Werke entstehen, weil die auch kommerziell geschaffen werden können. Und dann eben noch 5 Jahre, wenn er die kommerzielle Nutzung per se quasi nicht gestattet, dann muss er die quasi auch nochmal abziehen. Man kann es natürlich auch andersrum rechnen. Das ist tatsächlich vorgesehen für zum Beispiel freie Software.
sagen können, okay, wir erlauben unsere komplette freie Nutzung unseres Werkes, möchte aber zum Beispiel dann das Copyleft vorbehalten, dann kann ich sagen, okay, wenn jemand tatsächlich so viel an die Gesellschaft gibt, an die Allgemeinheit, indem man diese ganzen Rechte quasi auf die alle verzichtet, dann kann ich ihm auch noch die Laufzeit zugestehen, dass er dann zum Beispiel einen andere Klausel, wie bei Free Software ist halt die Copyleft-Klausel sehr wichtig, dass der dann halt das noch fünf Jahre länger bestimmen kann. Und dann hat jetzt auch zum Beispiel Richard Stallman gesagt, so gut, wenn jemand eine 25 Jahre alten Source Code hat, dann soll er halt benutzen, weil so lange hält Software eh nicht. Ja. Ja, klar. Und wie gesagt, was jetzt die tatsächliche Laufzeit ist, bis 25, 20 bis 50, wie gesagt, das hänge ich gar nicht so dran, das kann man auch gerne nochmal zur Diskussion stellen, aber ich finde das grundsätzliche Modell dieser Staffelung. Das hat das gefallen. Staffelung ist eine gute Idee, das denke ich auch. Wobei ich dann doch eher sagen würde, dieser Vertrag zwischen dem Urheber und dem Verwerter sollte Gegenstand der Beschränkungen sein. Auch. Ja, da ist nämlich wirklich auch ein Urheberschutz da. Der ist dem Verleger ja nicht ausgeliefert. Der kann dann sagen, okay, jetzt ist Schluss nach 10 Jahren. Das ist übrigens auch gängige Praxis. Das Problem ist halt nur, die gängige Praxis nützt nichts, wenn es dann Leute doch wieder anders machen. Ja. Also die Idee ist ja, dass wir erst gesagt haben, ja gut, diese 10 Jahre, die jetzt in diesem Chemnitzer Positionspapier stehen, wenn wir jetzt mit denen ausgehen, dann brauche ich jetzt kein Sonderkündigungsrecht nach 10 Jahren einführen, wenn das eh ausläuft. Naja. Haben halt gesagt, gut, das haben wir halt, sage ich mal, ein klassischer Verwerter, Urheber, der dann mit einem klassischen Verwerter zusammenarbeitet, die jetzt dann sagen, okay, wir wollen die 10 Jahre Laufzeit, deswegen Quellmaterial kommt mit auf die DVD oder sonst was, ja. Und die bekommen dann quasi 15 Jahre, da muss man sich jetzt überlegen, sind das 5 Jahre mehr? Wenn man jetzt natürlich die Laufzeitfrage tatsächlich nochmal zur Diskussion stellt, ich weiß es auch nicht, ganz ehrlich, ich habe meine Mitautoren ein bisschen vor natürlich jetzt nicht gefragt, wie die zu dieser Zeit, die wir da erstmal festgehalten haben, stehen. Wenn wir aber diese Laufzeitdebatte nochmal führen, sollten wir auf jeden Fall genau diese Debatte über die Möglichkeit, wie lange man bestimmte Rechte weitergeben kann. Das hat mir auch sehr gut gefallen in dem Vorschlag von Daniel Mann und Co. Ja, dass man das dann nochmal stellt. Also jetzt, wegen mir kann das auch nicht kürzer sein. Also wenn wir jetzt dann 15 Jahre haben, machen wir halt 5. Ne? Also ich glaube, wir sind so schnelllebig, dass wir eher dazu tendieren sollten. 5 Jahre halte ich für noch besser. Das würde den Urheber noch mehr stärken. Genau. Also das ist wirklich, wirklich gut. Und das würde auch eine echte Neuerung bringen. Denn bei den Verlagen ist jetzt sowieso standardmäßig so, dass die 10-Jahres-Verträge vereinbaren. Ja. Also 5 wäre dann natürlich wirklich ein Fortschritt. Ja. Wobei man sich dann auch noch Gedanken machen muss darüber, was passiert, wenn der Verlag die Sachen nicht publiziert. Damit müsste man auch nochmal ein Sonderkündigungsrecht beziehungsweise da müsste man eine rechtliche Regelung haben. Bei Nichtverwertung müssen die Rechte sofort wieder an den Urheber zurückgehen, denn also relativ schnell, sonst ist das ein Problem. Das ist im Moment tatsächlich auch noch ein Problem. Also das habe ich auch mal selber erfahren, dieses Lehrbuch, was ich geschrieben habe, was jetzt auch bald in zweiter Auflage erscheinen müsste, das hatte ich zuerst, sollte zunächst bei einem anderen Verlag erscheinen, als es letztlich erschienen ist. Der Verlag hat mit mir einen Vertrag geschlossen und dann haben sie irgendwie die Lust daran verloren. Sie haben es auch irgendwann noch tatsächlich dann wieder freigegeben, aber sie hatten mit mir erstmal einen Vertrag. Mhm. Und als ich merkte, da läuft nichts, hatte ich natürlich ein Problem, weil ich jetzt nicht zu einem anderen Verlag gehen wollte und sagen wollte, jetzt machen wir das. Letzt bin ich zu einem anderen Verlag gegangen, aber dann auch erst, als der erste Verlag tatsächlich das Interesse mir aufgekündigt hat. Das war ja zunächst nicht so. Und da habe ich das schmerzlich eigentlich erfahren. Es ist ganz schlecht, wenn man da gebunden ist, vertraglich. Und hier, unser damaliger Bibliotheksreferent, hatte mir dann erläutert, dass das offensichtlich gängige Praxis ist. Gerade im Lehrbuchbereich. Da versucht man die Leute, die dafür in Frage kommen, das ist dann immer auch nur ein kleiner Kreis, am besten schon mal, wenn man ein größeres Projekt hat, wo dann eben auch verschiedene Sprachen vorkommen sollen und so, dann versucht man die erstmal alle zu binden und kümmert sich dann erstmal nicht, weil man ja nichts zu verlieren hat. Und das ist nicht schlecht. Ja. Also, ich habe auch, wie gesagt, wir werden das vinieren. Ich habe gerade eben die Ideen, die andere Gruppe da ausgearbeitet hat, die möchte ich auch gerne übernehmen. Und wir werden auch entsprechend einen fortgeführten Antrag dann, also oft, dass die anderen auch mitspielen, aber ich denke, wir werden da einen fortgeführten Antrag, der genau diese Ideen aufgreift und weiterentwickelt, dann bis zum nächsten Jahr, bis zum nächsten programmatischen Parteitag bestimmt auch haben.
Und ich finde, das ist auch ein guter Ansatz, dass man sich durch diesen Austausch weiterentwickelt gegenseitig. Klar, klar. Na, also müsste man nicht sogar im Grunde zwei Anträge haben, einen im Grundsatzprogramm, wo man nochmal klarlegt, in welche Richtung es überhaupt gehen soll, der vielleicht ein bisschen abstrakter ist, dass man sich da erstmal einigt, wollen wir überhaupt Laufzeiten, wollen wir, also so ein paar grundsätzliche Fragen. Und dann eben daraus abgeleitet dann auf der Ebene der Wahlprogramme dann was Konkreteres haben? Das ist eine Frage, wie man die Programme definiert. Also ich glaube, das ist in der Piratenpartei bisher noch keine Einigkeit, welches Programm eigentlich was tun soll. Naja, da besteht ein bisschen Konfusion, das sehe ich auch so. Also wir haben uns eben gedacht, dass so ein konkretes Laufzeitmodell, haben wir uns gesagt, das ist eigentlich was für ein Wahlprogramm, das ist eine Ausgestaltung. Im Grundsatzprogramm steht drin, deutliche Reduzierung der Laufzeiten und der Laufzeiten. Okay, haben wir gesagt, das ist die Grundsatzfrage und wir wollen halt eine konkrete Ausgestaltung. Die kommt ins Wahlprogramm. Tatsächlich ein komplettes Prozedere zur Änderung eines Gesetzes oder zum Einführung eines Gesetzes, das ist eigentlich was meiner Meinung nach der Wahl passieren muss. Weil die wenigsten Wähler werden sich Gesetzentwürfe, die sie dann von Parteien vorgelegt bekommen, durchlesen. Das stimmt. Also das kommt erst sehr spät. Das kommt ja sogar erst nach der Koalitionsverhandlung. Denn die Gesetzentwürfe kommen auch in die Koalitionsverhandlung. Die kommen erst ganz zum Schluss. Also das ist ganz klar. Aber man muss natürlich wissen, in welche Richtung es geht. Und da ist ein bisschen das Problem, wenn man sich da zu sehr auf Wahlprogramme konzentriert, das sehe ich jetzt vielleicht auch hier, das weiß ich nicht, Wahlprogramme verschwinden ja wieder. Mhm, klar. Denn wenn die Wahl vorbei ist, müsste man sich eigentlich dann für die nächste Mal wieder ein neues Wahlprogramm ausdenken. Sollte man auf jeden Fall machen, denn in 4 Jahren oder 5 Jahren, 6 Jahren, je nachdem, was man jetzt da für eine Föderalebene hat, passieren ja wieder Dinge. Da muss man sich natürlich auch weiterentwickeln. Man kann jetzt nicht irgendwie, wenn man quasi jetzt 10 Legislaturperioden nicht in der Regierung ist, nicht sagen, wir behalten noch unser Wahlprogramm von vor 40 Jahren. Das kann ja keiner machen. Das kann man nicht machen. Außerdem gibt es halt auch unterschiedliche Ebenen für das Wahlprogramm. Da gibt es halt Wahlprogramme für die Landesebene, Wahlprogramm für die kommunale Ebene, Wahlprogramm für die Bundesebene. Und bei so Fragen des Urheberrechts ist es ja oft so, dass natürlich das Urheberrecht ist ja Bundesrecht, aber es geht immer in den Kulturbereich, wo man auch auf den Ländern schon, auf der Länderebene irgendwas hat, sodass also Urheberrechtsfragen auch in Landeswahlprogrammen eine Rolle spielen könnten. Kann machen. Mir wäre es sogar noch wichtiger, die auf Europaebene nochmal sogar mit anzufangen, weil da hat man ja den Harmonisierungsbedarf. Deshalb habt ihr ja einen Text ja auf Englisch gemacht, das stimmt. Genau. Also das habe ich jetzt in der Tat nicht erwähnt, aber das ist in der Tat eine sehr, sehr wichtige Ebene, klar. Genau. Heutzutage ist es auch umso wichtiger, weil viele Sachen ja gar nicht mehr an ein Land gebunden sind. Genau. Also gerade wenn man was auf Englisch produziert, gerade im Bereich der Wissenschaft, die Verlage sind sowieso schon international. Ne? Genau. Also hier ist wichtig, dass wenn man sowas macht, gerade auch Wahlprogramme macht, dass die möglichst kompakt sind und für den Wähler verständlich. Ja. Also wir sollten nicht ein Wahlprogramm schreiben, wo es dann irgendwie, wo wir dann auf 60 Seiten das Urheberrechtsproblem abhandeln und versuchen dann den Wähler zu überzeugen, wählt uns jetzt bitte wegen, das liest ja keiner. Wir müssen das kompakt machen, deswegen haben wir den Ansatz hier gewählt, zu sagen, wir machen ein kompaktes Papier, was also für ein Wahlprogramm tauglich ist. Und dieser Pirate Copyright Code, dieser Gesetzentwurf, quasi der Proof of Concept, damit können wir sagen, okay, so könnten wir uns eine mögliche Implementierung dieser Forderungen vorstellen. Aber man sollte zum Beispiel auch nicht die Partei an einen kompletten Gesetzentwurf binden. Weil es hat ja auch gar keinen Sinn, weil man sollte jeder die Möglichkeit haben, sich anhand der grundlegenden Forderungen, die man in einer Wahl dann aufstellen möchte, sich zu überlegen, wie man die umsetzen kann, weil sonst hat man immer das sind immer so Denkschranken. Dann halt immer, steht aber im Programm, steht das, du darfst aber jetzt nicht darüber nachdenken, das anders zu machen, weil wir haben schon ein fertiges. Naja, klar. Oder du musst einen Änderungsantrag stellen und musst dich das ganze Prozedere, das ist ja dann, das finde ich, ist ein bisschen Overkill. Mhm. Klar. Ja, also wie gesagt, also Jens ist schon mal sehr erfreulich, dass es jetzt diesen Ansatz gibt und eben auch gerade hier schon international, das ist sicherlich auch eine gute Sache, obwohl natürlich die nationalen Rechtsprechungen immer noch sehr unabhängig sind, aber klar, so ein Rahmen ist natürlich schon mal gut. Die Traditionen sind ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Copyright und Urheberrecht, das ist ja auch nochmal. Ja, aber man sieht auch, dass politischer Wille zur Harmonisierung da ist. So ist es ja nicht. Es gibt ja auch schon eine, ich glaube sogar zwei Urheberrechtsrichtlinien der EU, die also auch da entsprechend umgesetzt werden müssen. Das heißt, es gibt internationale Verträge, wie eben dieses Bern und Trips. Also irgendjemand muss mal den Schneid haben, diese Verträge zu kündigen. Ja. Bern ist irgendwie, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre,
um irgendwie 1900 rum, also vor 1900 noch entstanden. TRIPS ist auch dann irgendwie kurz nach dem Krieg entstanden irgendwo. Ich habe das jetzt nicht auswendig im Kopf, aber so das dürfte die Ding sein. Ich glaube, vorne steht es drin im Code. Ich lese mal kurz nach. Vielleicht habe ich es sogar reingeschrieben. Ich habe zwar diesen Absatz geschrieben an dieser Stelle, aber ich habe das leider die Jahreszahl nicht reingeschrieben. Sind auf jeden Fall also deutlich vor der Digitalisierung entstanden. Und jetzt quasi zu sagen, was auch häufig kommt, auch auf das, die Grünen wollten ja auch am Wochenende irgendwie 5 Jahre plus kostenpflichtige Verlängerung in ihren Beschluss schreiben, was sie jetzt nicht gemacht haben. Und gab es einen riesen Aufschrei von der Lobby, die dann sagen, sowas könnt ihr nicht machen, ihr ignoriert auch die ganzen internationalen Verträge. Muss ich aber auch sagen, also gerade die nationalen Verträge, das ist auch das, wo jetzt die Original-Wittem-Gruppe, die diesen Originalcode geschrieben hat, die haben auch gesagt, wir halten uns halt an diese Verträge. Das finde ich ist jetzt was, da müssen wir als Piraten gerade mal ein bisschen Schneid haben und sagen, also liebe Leute, internationale Verträge aus dem vergangenen, also quasi aus dem 19. Jahrhundert oder eben mittleren 20. Jahrhundert, die halten heute nicht mehr, die muss man neu verhandeln. Ja, klar. Ja. Sofern man kann. Natürlich sind einige Sachen auch immer bindend, das ist immer schwierig. Rechtssicherheit und so. Klar. Also Verträge binden ja erstmal nur Regierungen, sonst niemanden. Klar. Nein. Oder Staaten, je nachdem, ja. Also das heißt, aber ich denke, dann kann ich irgendwie sagen, es ist immer diese Idee von wegen, wir können eh nichts ändern. Nee, das nicht, natürlich. Das ist ja der Grund, warum man Politik macht, damit man was ändern kann, insbesondere Gesetze. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt und das wollen wir natürlich auch tun. Ja, dann würde ich sagen, wir haben die wichtigen Punkte schon mal angesprochen. Denke schon. Fehlt noch irgendwas, was wir jetzt unbedingt noch zur Sprache bringen müssten, damit die Sache rund wird? Nee, ich denke, das ist vielleicht kurz, ich kann noch einen Punkt jetzt ansprechen, der mir auch noch ganz wichtig war, den wir auch noch eingebaut haben. Das ist die Fragestellung, macht man denn mit Werken, die öffentlich finanziert sind? Ah. Ja, also das... immer an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben diesen Effekt, wir bezahlen Rundfunkgebühren und der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht dann aus Inter, Tatort von mir aus, oder beauftragt jemanden für dieses Geld, diesen Inhalt zu machen. Oder irgendwelche Nachrichtenmagazine. Nehmt euch mal so Nachrichtenmagazin und das wird dann quasi in diese Mediatheken gestellt und dann heißt es jetzt, weil die Privatsender gesagt haben, so geht's aber nicht, das ist irgendwie Konkurrenz oder ich weiß nicht, oder waren es die Verlage, irgendjemand hat gemeckert und deswegen müssen die jetzt irgendwie eine Woche später wieder depubliziert werden oder so. Ja, das ist ganz schrecklich. Grausames Format und deswegen bin ich gerade der Meinung, dass solche Werke, da sprechen wir jetzt nicht nur über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern auch zum Beispiel, was machen wir mit, das trifft jetzt dich, was machen wir, wenn ein vom Staat bezahlter Professor einen wissenschaftlichen Artikel schreibt in seiner Arbeitszeit. Genau. Warum geben wir dem überhaupt quasi ganzen Verwertungsansprüche, weil er brauchte diesen Ansatz erstmal gar nicht, hat er seine monetäre Vergütung schon bekommen. Entweder jetzt der Professor, der einen wissenschaftlichen Artikel schreibt oder eben auch die Anstalt, die dann ein Nachrichtenformat produziert. Und da haben wir eben gesagt, da sollte eigentlich die Allgemeinheit, die das ja finanziert hatte, soll dann auch von Anfang an Zugriff darauf haben. Mhm. Weil in den USA gibt es da schon so eine Regelung, die geht dann, dass wenn ein Staatsbediensteter, zum Beispiel ein Soldat, während seiner Arbeitszeit ein Werk schafft, zum Beispiel eine Fotografie macht, dann wird die automatisch Public Domain. Weil sind wir jetzt ja nicht gegangen. Also wir behalten die Ehrenrechte, die Urheberpersönlichkeitsrechte, die behalten wir ganz normal. Mhm. Aber die Verwertungsrechte wollen wir dann eben auch hier an Stelle frühzeitig beenden. Ja, das ist schon ganz wichtig. Also es ist in der Tat eine gewisse Schieflage, dass öffentliche Sachen finanziert werden und dann plötzlich privat wertet. Das sollte eigentlich nicht geschehen. Bei der Wissenschaft ist das noch viel komplizierter. Ja. Da gibt es noch Aspekte, die sehr schwierig sind, so einem großen Ungleichgewicht führen. Die kommen auch durch das Open Access. Das ist nämlich bei Open Access so ein bisschen, also sehe ich als Problem, dass die Leute, die in einer Institution tätig sind, natürlich einen Vorteil haben, weil die Institution möglicherweise diese Kosten übernimmt für die Open Access Publikation. Aber Leute, die zum Beispiel nicht eingebunden sind in Institutionen, meine, forschen kann ja jeder. Und das ist gerade in den Geisteswissenschaften gang und gäbe, da halt Leute forschen, die halt vielleicht nicht Professor sind. Und die haben inzwischen ja hohe Hürden, denn wenn sie das veröffentlichen wollen, müssen sie ja oft auch noch Geld dafür bezahlen, was sie nicht haben. Genau, also da haben wir schon den Effekt. Also ich halte von Wissenschaftsverlagen nicht viel. Ich bin ja
auch noch Wissenschaftler. Ne? Mhm. Zumindest bis ich meine Dissertation abgeschlossen habe, danach schauen wir weiter. Aber ich habe das eben auch, also Wissenschaftlage, da muss man denen zum Teil Geld dafür bezahlen, dass man seine Dissertation zum Beispiel veröffentlichen kann. Genau. Und dann muss man auch noch alles abdrücken gleichzeitig, ja. Naja, das ist schon eine sehr seltsame Geschichte. Ja. Gut, das wurde schon immer gemacht, also auch vor Open Access, aber Open Access verschlimmert sich die Situation noch ein bisschen. Ja. Open Access heißt ja eigentlich, dass man eben die Sanken nicht hat, ne? Also so kenne ich das zumindest. Also ich bin zum Beispiel jetzt an einer wissenschaftlichen Institution, wenn ich auf die entsprechenden Angebote der Verlage klicke und habe meine IP aus dem Universitätsnetzwerk, dann kann ich auf diese Artikel zugreifen. Ja. Und kann man die verladen. Und Open Access heißt jetzt quasi, dass das jetzt ja alle tun können sollen. Das ist die Idee. Aber Open Access verlagert halt die Finanzierung. Das sind ja nicht die Verlage, die wollen ja weiterhin Geld verdienen. Die holen sich das Geld dann von denen, die veröffentlichen. Beziehungsweise von den Institutionen. Das ist genau. Und das ist halt der Punkt. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, das haben wir ja jetzt auch schon, dass ich zum Beispiel eine Dissertation in so einem Universitätsverlag veröffentliche. Das wird alles finanziert von der Universität. Und gut, da gibt es immer noch Autorenbeiträge und so. Ja. Also, da kommt halt zum Beispiel niemand rein. Also ich denke jetzt auch mehr an Zeitschriften mit Open Access. Da kommt dann halt eben offenbar, also nur schwer, gut, da gibt es inzwischen auch Bemühungen, weil die Leute das Problem gesehen haben. Aber wer nicht institutionell eingebunden ist, hat da möglicherweise einen Nachteil. Mhm. Das soll natürlich nicht sein. Wir haben sogar bei uns an der Fakultät, bei uns an der Universität, einen Hochschulschriften-Server. Das heißt also, man kann auch zum Beispiel seine Dissertation einfach auf den Hochschulschriften-Server hochladen. Das ist sehr vernünftig. Da hat jeder drauf Zugriff. Das werde ich, denke ich, auch nutzen, weil ich möchte jetzt nicht irgendwie im Springer-Verlag ein paar Euro dafür geben. Das ist sehr vernünftig. Und das findet man auch gut. Ja. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Aber auf der anderen Seite, auf so einen Hochschriften-Server kommen halt nur die Schriften von Hochschulangehörigen. Was macht nun einer? Wie gesagt, bei den Geisteswissenschaften gibt es das häufig. Der was geschrieben hat, was vielleicht auch gut ist, und der nicht auf so einen Hochschulschriften-Server hochladen kann. Ich sehe das Problem eher, dass die Verlage derzeit auf den Zeitschriften sitzen, die entsprechend die Impact-Ratings haben. Das heißt, man muss quasi bei denen veröffentlichen, sonst wird man nicht wahrgenommen. Und das ist das Problem. Sobald man das mal beseitigt hat, kann man auch die Hochschulschriften-Server öffnen oder irgendwie Wikiversity. Dann kann man es überall veröffentlichen. Aber im Moment ist es halt so, dass es halt da Impact-Faktoren gibt und sonst was. Also von daher sehe ich da noch ein paar Probleme, die jetzt nicht so richtig angesprochen wurden. Aber gut, das sind halt Probleme, die nochmal sehr spezieller Art sind. Ja, das sind jetzt auch nicht direkt Urheberrechtsprobleme, sondern nur am Rand. Ja, es hat was mit Verwertung zu tun. Und das Urheberrecht und das Verwertungsrecht sind ja miteinander so komisch verwurstelt. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Wissenschaftsverlage, ich mag die nicht so wirklich. Wegen mir können wir die auch abschaffen. Ja, also in die Richtung wird es ja gehen, beziehungsweise wird zu einer Umstrukturierung kommen, denke ich. Ja, gut. Jetzt habe ich alles, glaube ich, gesagt, was ich sagen wollte. Ja, dann danke ich dir. Gerne. Für den Besuch in Immer Bamberg. Wieder. Wir gehen jetzt auch gleich noch zum Stammtisch. Und dann sehen wir uns natürlich in Offenbings. In Offenbings, ja. Genau. Steht ja jetzt auch an. Also mal wieder die Faust aufs Auge. Geplant, dass dieser Podcast noch vorher online geht. Ich hoffe, das klappt. Würde mich freuen, natürlich. Ja, das wäre sinnvoll. Also, wir arbeiten dran. Gut, also danke, Andi, und bis demnächst. Jo, tschüss. Bis dann. Ciao. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.